Metal, Leute, hier kurze Stimme aus dem Off. Das Ganze hier ist ein Reupload von dem Video, was ich heute schon mal hochgeladen habe. Irgendwas hat da mit der Verarbeitung nicht ganz hingehauen. Dementsprechend war es total verpixelt in einem ganz seltsamen Format. Also hier nochmal der Reupload. Ich hoffe, diesmal wird's dann besser. Das ist er, der Mann, der eines Drachen Herz gebrochen hat. Metal, Leute, und ein herzliches Willkommen hier bei mir auf meinem kleinen rumpeligen Anti-Mobbing-Kanal. Ein herzliches Willkommen an diesem wunderschönen Montag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich habe heute frei, deswegen kommt das Video ein bisschen später. Es ist 11.03 Uhr. Es ist Montag, der 15.01. Und wir gucken mal nach dem Wetter. Warte mal kurz. Ich war noch nicht draußen, muss ich sagen. Ich werde nach diesem Video ein bisschen durch die Stadt bummeln. Wir haben momentan eine 6, also ist schon ein bisschen windig. 0 Grad, kann aber bis zu minus 8 Grad runtergehen. Und West-Nordwest-Wind. Ansonsten, was gibt es zu erwähnen? Ich habe gestern einen sehr netten Livestream gehabt. Einen sehr entspannten Livestream mit einfach mal stabilen 1000 Zuschauern. Da freue ich mich sehr, sehr drüber und bedanke mich sehr darüber, dass Leute mir zugesehen haben. Da habe ich mir den 12 Stunden, also meinen kleinen Worst-of-Zusammenschnitt von dem 12-Stunden-Stream von Rainer gegeben. War eine nette Runde. Ansonsten ist auch jemand wieder da, den ich schon vor ein paar Jahren sehr gerne gesehen habe. Und zwar Willow. Willow ist eine Mulle, tatsächlich mal wieder eine Mulle im Game. Die früher schon mal was gemacht hat, jetzt eine Zeit lang irgendwie keine Zeit hatte und jetzt ihren neuen Kanal aufgemacht hat. Sie wird hier oben in der Infobox verlinkt sein und hier unten quasi in der Videobeschreibung auch. Während ich gestern meinen Livestream hatte, also auf jeden Fall lasst ein Abo da, ne? Lasst ein Abo da mit Glocke und dies, das, ihr wisst Bescheid. Ne? Und lasst ganz viele liebe Schwanzgrüße da und Liebe, ne? Es ist noch nicht alles perfekt, also in ihrem ersten Video, aber wir arbeiten dran. Ne? Vielleicht habe ich sie auch ein bisschen genötigt, endlich mal wieder Videos zu machen. Man weiß es nicht, vielleicht habe ich sie ein bisschen genervt. Zerschmetterer-Tasse, da schmeckt alles ein bisschen besser draus. Ansonsten erfreut sich die Arbeiter-Tasse und die Bestes-Volk-Tasse eine sehr große Beliebtheit anscheinend. Für alle die ich jetzt hier nicht erwähne, die sich denken, ich habe doch hier reingespendet beim Roxy Schmoxy, guckt gestern in den Stream. Da habe ich das alles noch vorgelesen, bevor der Stream quasi losging. Eins möchte ich aber noch erwähnen, und zwar, falls er es nicht hört, weil ich glaube, er war gestern nicht im Stream, 6,60 Euro quasi in meinen Spendenlink von Kraschnotz. Der mir geschrieben hat, von wegen, er bekommt halt einen Boni und spendet das gerne quasi an irgendwelche wohltätige Organisation. Und mich gefragt hat, wo er es hinspenden soll. Ich bin immer für Tierheime, für lokale Tierheime oder eben für den ASB-Wünschewagen. Eventuell habe ich schon den einen oder anderen 15-10 Stream gemacht für den ASB-Wünschewagen. Das nur nochmal als kleine Erwähnung am Rande. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung, die mir gestern im Stream auch wieder entgegengeschossen ist. Aber während ich gestreamt habe, um endlich mal auf den Punkt zu kommen. Meine Damen und Herren, ich will ja jetzt hier auch nicht lange rumreden. Wir haben ein langes Video zu gucken. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt schon an der Videolänge sehen. Wahrscheinlich wird es so... Das Video, was wir uns angucken, ist eine Stunde und 15 lang. Ich würde sagen, dieses Video, was ihr jetzt hier schon seht... ist bestimmt schon eine Stunde 20. Ne? Eine Stunde 20 Minuten ist das Ziel, was wir uns hier heute setzen. Wenn es ein bisschen länger dauert, dann bin ich wohl abgeschwufen. Das seht ihr jetzt schon im Voraus sozusagen. Während ich gestern gestreamt habe, sind großartige Sachen im Internet passiert, was quasi uns interessieren. Ne? Gronkh hat auf das Video von WBS, also von den Sollmeckgesängen Christian, reagiert. Und Rainer hat auf den Gronkh reagiert und danach noch eine Ansage gemacht. Und ich werde jetzt, hier ist wieder quasi Reaction, ne? Reaction. Ich werde jetzt quasi auf die Reaktion von Gronkh reagieren, auf das Video, auf das ich auch schon mal reagiert habe.
Ansonsten hat Gronkh anscheinend auch sehr viele Hater-Namen. Ich habe das noch nicht, also ich habe gefühlt noch gar nicht gesehen. Ich hatte mir das quasi rausgekartet aus Gronkhs langem Stream und Reiners Zeug da hinterher geschnitten. Und während meine Rendermühle noch renderte, hat Schanzenwatch uns das aber auf eine bessere Art und Weise zusammengeschnitten. Deswegen habe ich meinen Renderprozess hier gestoppt und wir nehmen uns jetzt das vor, was uns Schanzenwatch hier quasi geboten hat. Und ich glaube, das ist halt auch sehr viel besser, als ich hätte es irgendwie machen können. Gibt's noch was zu erwähnen? Ich habe meinen Bannhammer der Gerechtigkeit dabei. Leute, nehmt euch eine Banane, macht euch einen Kaffee oder einen schönen Tee und setzt euch da nieder. Nehmt euch eine Zigarette, es wird wohl ein bisschen länger dauern heute. Deswegen will ich auch gar nicht so lange drumherum quatschen. 5 Minuten 24. Ich bin noch nicht mal mit der Begrüßung durch. Ach meine Güte. Ich sollte auch echt mal wirklich mich mehr anstrengen. So, ich setze mir hier Kopfhörer ein. Jetzt höre ich nichts mehr außerhalb. I can hear you not. I have Kopfhörer auf. Du Spackende. Ich würde sagen, wir gehen rüber. So, da sind wir schon. Let's go. Da habe ich vergessen, hier meine Aufnahme quasi, also nee, hier meine Lautsprecher umzustellen. Im Moment. Richtiger Medienprofi. 12 Jahre Profi-YouTuber. So, ich mach nochmal die Sekunde zurück und dann let's go. Ich will mit dem Solmecke-Thema direkt reingehen. Ich glaube, den Gronkh sein Erik, ne? Also Gronkh und ich, also hier Erik, ne? Ich sag mal Erik. Wir sind ja so, ne? Rainer weiß es nicht, aber wir sind so, ne? Eventuell habe ich auch schon mal kurz mit dem Unge gequatscht und mit dem Monte. Und ich habe vielleicht auch mit dem Excel schon gestreamt. Ich mache ihn mal ein bisschen lauter. Ich glaube, er ist ein bisschen leise. Ich muss das noch ein bisschen regeln hier während meiner Aufnahmen. Also verzeiht's mir, wenn der Sound zum Anfang nicht so ganz stimmt. Direkt mit dem... Ja. Hättest du auch Interesse an einem Video über die Geschichte von Need for Speed? Boah, ich bin ehrlich, Need for Speed spiele ich halt gar nicht, ne? Ich glaube, soundtechnisch könnte das generell eine problematische Geschichte hier werden. Ich werde wahrscheinlich sehr häufig hoch und runter drehen müssen, weil Gronkh natürlich das Video auch noch mal ein bisschen leiser guckt. Und dann werden wir Reiner zwischendurch wieder hören. Und das ist, es wird so ein bisschen hin und her schwenken. Ich hoffe, das geht irgendwie fit für die Headphone-User. Ansonsten, die Leute, die mich auf dem Fernseher hören oder auf dem Telefon einfach nur so, ey, dreht es auf volle Lautstärke. Aber wenn ihr Kopfhörer im Kopf habt, ich versuche das für euch irgendwie ein bisschen zu regeln. TCG, guck mal danach. Ja genau, ihr müsst euch im Stream einmal für die Keyshotter anmelden, dann seid ihr die ganze Zeit dabei. Easy. Ihr müsst im Stream bleiben und ihr... Was ich mal hier ganz kurz erwähnen möchte, bei Gronki, ne, bei Onkel Gronkh. Ich finde ja hier hinten diese, was ist das? Ist das ein Gremlin? Ist das eine Katze? Ich find's irgendwie nice, ich will's auch haben. Ich würde damit gerne hier hinten diesen Globus ersetzen. Oh, ich will's haben. Was ist es? Schickt mir Links. Ist wahrscheinlich irgendwas Customizes, was irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen Euro kostet. Du musst Follower sein, dann, nee, kein Sub, nur Follower. Und dann, super easy. Nein, wir haben heute nicht auf Simply reagiert und ich wollte das Video auch nicht machen, weil ich hätte heute gerne ein paar lockerere Themen. Ja, ja, ja. So. Komm, wir gehen einfach mal rein. Dem einen oder anderen, bevor es hier losgeht, weil ich gerade sagen wollte, ey, pass auf, hier Onkel Gronkhs Overlay ist halt super wild. Ich zeig's euch mal ganz. Moment. Es gab hier hin und wieder einfach mal Kommentare auf meinem Kanal, dass dieses mit den Blitzen vielen Leuten wirklich irgendwie Probleme macht. Und dann gab es halt Antwortkommentare aus meiner Community darauf, dass das halt einfach zu diesem Kanal gehört und dass es halt diesen Kanal irgendwie auch so geprägt hat. Ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll. Vielleicht denke ich mir was Neues aus. So, ich finde das mit den Blitzen schon recht cool und alles ist irgendwie darauf abgestimmt, das wisst ihr ja. Auch mit den Einblendungen und so. Ich habe jetzt das Video quasi, die Videoquelle, die im Hintergrund läuft. Vielleicht seht ihr es.
einfach ein bisschen langsamer oder sehr viel langsamer gedreht, damit die Leute, die jetzt sich da mit den Blitzen wirklich, die da Probleme mit haben, die da von Kopfschmerzen bekommen oder irgendwelche epileptischen Anfälle, ich möchte denen das natürlich nicht antun und so. Deswegen habe ich es jetzt langsamer gedreht. Wie gesagt, vielleicht lasse ich mir in der nächsten Zeit noch was anderes einfallen. So, das Blitzthema wird halt bleiben, so. Aber vielleicht kriegen wir das hin, dass es für jeden irgendwie cool ist, so. Weil, ich sag mal, ist es jetzt nichts leichter, als das auszublenden, aber es gehört halt irgendwie auch schon zu mir. Und, ja, wie gesagt, ich habe es jetzt langsamer gedreht. Vielleicht reicht das schon. Ansonsten, wenn ich rein zitieren darf, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Ja. Also ich und mein Team. Also ich bin mein Team. Ja. Und ich habe da jemanden, der auch wirklich Sachen sehr gut erstellen kann, tatsächlich. Ansonsten, ja, Gronkh, sehr wildes Overlay. Also hier vereinigt sich ja quasi so alles so, ne? Also so, ich sehe hier so Monkey Island und Day of the Tentacle und so. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der, der Gronkh irgendwie großartig verfolgt. Im Großen und Ganzen. Sarah hat Gronkh sehr gerne geguckt. Dadurch habe ich ein bisschen was von Gronkh gesehen. Hier und da ist mal eine Erwähnung quasi von Gronkh da durch, also Gronkh erwähnt Rainer und deswegen taucht er bei uns immer mal wieder auf. Ansonsten verfolge ich ihn aber nicht. So. Ich kann mir keine langen Let's Plays angucken. Ich hatte eine Zeit lang das Problem, dass wenn ich irgendwie zum Einschlafen YouTube anhatte, dass ich jeden Morgen irgendwie seinen Jahresrückblick von 2013 irgendwie auf dem Ohr hatte. Was mich eine Zeit lang sehr angenervt hat. Bin jetzt nicht Gronkhs größter Fan, ganz ehrlich gesagt. Aber darum geht's ja heute auch nicht. Wir machen einfach mal. Ja, so, da ist er schon. Ja, den Solmecke. Ich Christian. Glaube, ich habe noch nie auf ein Herr-Solmecke-Video reacted, glaube ich. Das ist unser erstes Mal, dass wir einen Solmecke gucken hier, glaube ich. Was ich bei Gronkh mag, also man kann ja auch mal so Sachen appreciaten. Ich mag zum Beispiel, dass seine Kamera, ich kenne diesen Filter, mit dem man das macht, dass seine Kamera quasi so hingeneigt ist und sein Chat so weggeneigt ist, so. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, so. Ich könnte das bei mir auch halt easy peasy einrichten. Ich find's gut. Es hat was. Es hat so einen gewissen 3D-Effekt. Ohne 3D-Brille. Nicht das erste Mal, dass ich ihn schaue. Ich habe schon ein paar Videos geschaut. Es ist das beste Thema, um reinzugehen. Drachenlord gründet FKK-Kommune. Drachenlord muss ich euch nicht abholen. Ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, Drachenlord, einer der bekanntesten Entertainer im deutschen Bereich. Kann man so formulieren, glaube ich, ne? Entertainer hat mir gefallen. Und bekannt auf jeden Fall aus Funk und Fernsehen, ja, dank seiner Anhängerschaft, die sich aus vielen verschiedenen Leitmotiven zusammensetzt. Damit sind wir gemeint, glaube ich. Habe ich jetzt gut formuliert, oder? War alles ja, richtig soweit? Sehr neutral. Ja. Und der Herr Lord, warte mal, er will ja auch gar nicht mehr Drachenlord genannt werden, sondern Lord, ne? Glaub nur Lord, nur Drache. Nein, weiß er nicht. Will Drache genannt werden. Ich bin einfach nicht, ich habe keine Ahnung, ich verfolge das alles nicht so richtig. Aber diese. Gronkh, wenn du mehr Informationen haben möchtest und vielleicht ein bisschen Knowledge, dann solltest du vielleicht auch mal meinen Kanal verfolgen. So. Just saying, man sollte auch hier mal abonnieren. Ne? Diese freudige Botschaft habe ich wohl vernommen. Der The Artist, formerly known as Drachenlord, möchte gerne eine FKK-Kommune gründen. Mhm. Und Herr Solmecke fragt sich, ob das überhaupt erlaubt ist. Aber ich glaube, erlaubt generell ist das natürlich schon. Die Frage ist natürlich nur, wie man sich das vorstellt oder was man da erwarten sollte. Und das würde ich gerne wissen. Das wird uns heute hoffentlich Herr Solmecke ausführlich erklären. Meine Damen und Herren, ich versuche so wirklich so wenig wie möglich dazwischen zu quatschen. Weil ich habe das, ja schon, also ich versuche beim Solmecke sein Christian, versuche ich jetzt nicht dazwischen zu quatschen, weil das habe ich ja schon mal gemacht. Das heißt, ich werde bei Gronkh dazwischen quatschen, wenn es mir möglich ist. Ne? Du wisst ja, wie es manchmal ist, ne? Hast ja manchmal, dass du einfach irgendwie im Redefluss bist. Und ich möchte einfach mal sagen, unabhängig vom Hauptthema, Herr Solmecke hat sich die letzten Jahre ganz schön verändert. Der sieht jetzt fitter aus, ja, also wesentlich fitter als noch vor einigen Jahren. Also das stimmt tatsächlich. Ich habe erst gedacht, Christian ist krank. Ne? Also Chris, so wir als Bros, also ich darf Chris sagen. Ne? Er sagt Heiko zu mir, ich sag Chris.
Ja, muss man tatsächlich sagen. Ne? Sie sollen mir gesagt, Christian ist echt fuckable geworden. Ne? So, wenn ich eine Mulle wäre, ich würde ihn ficken. Aber ich würde auch mich ficken, wenn ich eine Mulle wäre. Ja? Ich als Mulle wäre wahrscheinlich relativ anspruchslos. Ich würde mich einfach die ganze Zeit ficken lassen. Wollte ich mal an dieser Stelle kurz Respekt ausdrücken. Sehr gute Veränderung. Ja? Richtiges Glow-Up einfach. Richtiges Glow-Up erleben. Yeah. Muss man mal sagen. So, und wir gehen jetzt mal rein. Und die Frage ist aber, seid ihr von dieser Datenleck betroffen, dann stehen euch womöglich bis zu 1.000 Euro zu. Und ich frage mich, ob wir das heute auch sehen werden. 100. Ich spoilere mal, ja, werden wir. Pro. Das ist so Standardding in einem Solmicke-Video. Entweder bist du vom Facebook-Datenleck betroffen, vom dieser Datenleck oder von irgendeinem anderen Datenleck. Aber auf jeden Fall holt er einen Taui für dich raus. Ich würde am liebsten Bingo machen direkt. Ich würde am liebsten jetzt ein Bingo rausholen. Wir haben das Deezer-Lag, wir haben das Facebook-Meta-Lag. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, dass ich wirklich, wirklich sehr erfreut bin über dieses Video hier. Also, ich kann es euch sagen, aber ihr glaubt gar nicht, wie erfreut mich, also wie gut gelaunt ich bin deswegen. Ich finde es ein bisschen schade, dass heute Montag ist, sonst hätte ich das gerne, sehr, sehr, sehr gerne mit meinem Live-Chat zusammen mir angeguckt. So, das macht immer noch mal ein bisschen mehr witzig. Das Buch dürfen wir nicht vergessen, der Taschenanwalt, das ist auch sehr wichtig. Oh, ja, wir sollten vielleicht die Bingo-Karten bereitlegen. Lass uns reingehen. Und ganz kurz, was ich bewundernswert finde übrigens an seinen Videos, ich bin mir fast sicher, diese Videos sind nicht wirklich geschnitten, glaube ich, sondern er macht das live mit Stream Deck oder sonst irgendwas, dass er die Einblendung einfach, du siehst richtig, wie er auf den Knopf drückt, dann kommt die Einblendung. Ich glaube, den soll mir gesagt, Christian, der hat einfach nur einen Laptop da stehen und klickt eins nach dem anderen an. Ich glaube, der hat nicht mal ein Stream Deck. Aber ist ja auch vollkommen okay, weil er hat ja einfach das Knowledge, was er so rüberbringt. Darum geht's ja am Ende. Aber ich sag mal, ob ich jetzt das so als Plus quasi oben anrechnen muss, dass jemand seine Videos nicht schneidet, weiß ich nicht. Ist ja auch irgendwie die einfachste Art, ne? OBS anzumachen, Aufnahme zu drücken, Aufnahme irgendwann zu beenden und sagen, jo, let's go, ne? Lad's hoch ins wilde Weltnetz. Und so, aber das ist eigentlich schon sehr cool. So, jetzt gehen wir rein. So. Der Drachenlord macht mal wieder von sich reden und ja. Wie? Er will jetzt eine FKK-Kommune gründen. Hört sich abwegig an, ist es aber gar nicht, denn ich habe mir mal die rechtlichen Voraussetzungen für sein Vorhaben angeschaut und wir sehen, dass das, was er da in Blogbeiträgen aktuell Tag für Tag für Tag skizziert, möglicherweise sogar umsetzbar sein könnte, wenn er die entsprechenden Follower für seine FKK-Kommune finden würde. Und ich glaube, ich will jetzt nicht urteilen darüber, aber ich glaube, das wird erstmal das Hauptproblem. Ne? Soll ich lauter machen? Warte, ich guck mal. Ja, Erich, mach mal lauter. Mal kurz, ich mach mal eben hier auf, komm, wir machen mal ein bisschen hier. So. Ich glaube, das wird das Hauptproblem sein, genug Anhängerschaft zu finden. Ich glaube, das wird, glaube ich, das. Ansonsten, ich finde den Kommunengedanken, nicht FKK-Kommune, aber den Kommunengedanken finde ich spannend. Ich weiß nicht, ob ich selber in einer wohnen wollen würde. Ich finde das Konzept nur sehr interessant. Muss ich immer an Thomas D. denken, mit der Mars-Kommune. Also, der wohnt nicht auf dem Mars, sondern die Kommune bei denen heißt Mars. Steht für irgendwas, wusste ich mal. Und das schien ja auch gut funktioniert zu haben. Und die haben da dann auch Musik gemacht, also ein Studio und so. Und die haben so einen Bauernhof gemacht. Oh, ich sehe den Gronkh jetzt schon da nackig rumhüpfen. Gronkh, wenn du kommst, dann komme ich auch. Oh, und den Christian auch. Wir müssen alle da sein. Und haben dann, ne, bauen da selber an und machen da auch Mucke irgendwie im Studio und so. Und ich find die Gedanken eigentlich ganz cool. Wäre nicht unbedingt meins. Es gab übrigens den Gedanken, wenn ich mal ganz kurz hier aus dem Background talken darf, es gab den Gedanken zwischen einigen Hatern jetzt, so einigen bekannten Hatern, dass man vielleicht einen Verein gründet, der sich Kommune der Freiheit nennt, den eintragen lässt und sich die Namensrechte dafür sichert, alleine um Rainer abzufacken, aber es ist halt wirklich so, so viel zu tun für so einen Verein. Es kostet natürlich Geld und jeder muss halt seinen echten Namen eintragen. Das wäre bei mir jetzt kein Problem und bei ein, zwei Leuten, die dabei wären, auch nicht. Aber ich sag mal so Leute wie der Arni oder der Ofenkäse, die würden natürlich nicht ihren echten Namen da eintragen wollen. Dementsprechend, also es sind da sehr, sehr viele Hürden, aber es gab ganz, ganz kurz diese Idee,
einfach einen Verein zu gründen, um Rainer diesen Namen wegzunehmen. Klar, Rainer könnte den Namen einfach ändern und dann wäre es halt wieder so. Aber es wäre halt, es war halt eine witzige Überlegung, glaube ich. Wahrscheinlich. Was macht man im Winter? Man wohnt weiter in der Kommune. Wie, was macht man im Winter? Hä? Dann dreht man die Heizung vielleicht auf oder man wirft Holz in den Kamin. Ich habe keine Ahnung. Ich wohne. Man zündet die Kirche an. In keiner Kommune. Also, ja. So, wir machen weiter. Komm. Wir schauen uns Stück für Stück an, jetzt, was der Drache davor hat und haben exklusive O-Töne von ihm, denn er hat uns ein Interview gegeben. Ja, richtig was? Gehört. Wir haben mit dem Drachen What? Gesprochen. Was? Also, spitzt eure Öhrchen und bleibt dran. Ich bleib dran. Kannst du aber glauben. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr uns erstens zum Weg zu 1 Million Abonnenten behilflich sein wollt. Da fehlen nur noch 5000 Abonnenten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, aber ich schätze mal, ihr habt alle schon abonniert. Ich schätze mal, ihr habt schon, oder? Ihr habt. Ihr wisst, was ihr auch zu tun habt, aber ich schätze, ihr habt auch alle abonniert. Nein, ich weiß, dass ihr nicht alle abonniert habt. 49% meiner Zuseher haben nicht abonniert. Lasst gerne ein Ike und ein Labo da. Schon. Und zweitens, rund um den Drachenlord up-to-date bleiben wollt, denn über den berichten wir hier juristisch schon immer mal wieder. Der kann ja ein ganzes juristisches Kolloquium füllen mit dem, was er da so anstellt. Manchmal sind Straftaten, manchmal geht es um Zivilrecht und heute um die Gründung einer Kommune. Ja, wenn es denn sonst nicht sein soll. Also ganz kurz, ne? Jetzt ganz objektiv gesprochen. Ich werde auch versuchen, möglichst objektiv das Thema zu beleuchten, ja. So wie ich, so ist es meine Art. Ganz objektiv gesehen, seit Jahren gibt es immer wieder, ich habe noch nicht abonniert, mit dem Channel habe ich noch nicht abonniert, ne? Stimmt, ja, mit dem Channel habe ich noch nicht abonniert. Ja, okay, mit dem Main-Channel habe ich auf jeden Fall abonniert, aber schon seit langer Zeit. Aber mit dem React-Channel habe ich jetzt nochmal nachgeholt. Und ganz ehrlich, ich mach mal kurz wieder hier, gehen wir auch nochmal schnell. Dann, weil ich weiß, das wird ein Premium-Video. Was ich aber sagen wollte, ist, die Leute, die ja zum Beispiel in diesem Drachen-Game sind, ne? Das ja immer noch ongoing ist, obwohl sie ja eigentlich schon gesiegt haben, Fragezeichen. Dankeschön, dass du es sagst. Ja, haben wir. Ich weiß nicht genau, die Ziele sind, glaube ich, sind ja verschiedene Bubbles und jeder hat ein anderes Ziel irgendwie. Manche machen das nur zum Fun und bla. Ich glaube, Gronkh kennt sich im Drachengame besser aus, als man denkt. Aber du kannst sagen, was du willst. Es kommt immer wieder neuer Content vom Drachen. Ja. Also es kommen immer wieder neue Ideen, ja, neue Premium-Beiträge, neue Sachen, die plötzlich aus dem Nichts da sind, wie zum Beispiel jetzt die FKK-Kommune. Richtig, hier Gronkh sein Erich. Hast du vollkommen recht. Pass auf, es ist nämlich so. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich schon lange im Drachengame, ne? Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ey, pass auf, ich habe alles gesehen. Ich habe nichts mehr zu sagen, ich habe alles gesehen, da kommt nichts mehr. Dann passiert was. Immer. Immer, immer, immer. Man denkt, man hat alles gesehen in dieser scheiß Internet-Bubble und dann passiert die nächste große Scheiße. Es ist wirklich immer so. Das heißt, keiner sollte aufhören, weil er denkt, okay, ich habe alles gesehen. Weil du hast noch nicht alles gesehen. Es wird immer wieder was kommen. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Oh, ich sehe gerade hier Vegans. Ist der Sponsor bei Gronkh? Ehre geht raus. Ich hätte auch gerne ein Vegans Sponsoring. Sehr, sehr gerne. Für die Leute, die das verfolgen. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen raus. Aber ist Gronkh Veganer oder Vegetarier? Weiß ich gar nicht. Oder macht er einfach nur wegen der Kohle irgendwie Werbung? Wow. Schauen wir uns mal an, was er da für Pläne hat. Er will die. Aber selbst wenn, sei ihm gegönnt. Die Kommune namens Kommune der Freiheit gründen. Soweit, so gut, erstmal hehre Ziele, die er sich da setzt. Und warum der Name allerdings problematisch sein könnte, das klären wir später. Er möchte aber, dass Menschen Und daran merkt man, dass Gronkh das eigentlich schon weiß. Der weiß wegen KDF und dem ganzen Quark. Der ist halt, der ist nicht auf den Kopf gefallen, was, wie gesagt, das Drachengame angeht. Der ist, ich glaube, da sehr gut informiert.
verbindlich zusammenleben. Ganz wichtig, nicht irgendwie was Lockeres, das soll schon verbindlich sein. So eine Kommune, das kann ich euch jetzt schon sagen, kann auf die verschiedensten Arten und Weisen organisiert werden. Kommune der Freiheit hat irgendwie so eine leichte Beinote im Abklang. Mhm. Kannst du auch Kommune des Körperkults nennen und mit KKK abkürzt. Das ist na ja, hast du recht. Oh, danke, dass du sagst. Ich wäre selber nicht drauf gekommen. Aber ja, KKK, Kommune der Körperkult. Alles nicht gut. Ihr denkt jetzt vielleicht an Hippies und freie Liebe und ihr liegt da gar nicht so falsch. Aber schauen wir uns mal einen kleinen Videoausschnitt an, was der Drache da so plant und was genau eine Kommune ist. Denn er hat da wirklich genaueste Vorstellungen, die er uns hier genau schildert. Aber der Hauptaspekt. Irgendwas sieht anders aus. Erstmal feiere ich gerade, dass der Sörmecke gerade ein Video vom heiligen Ofenkäse schaut. Das feiere ich gerade ein bisschen. Aber irgendwas. Ja, keine Klicks im Auge, ne? Ist es der Bart? Ist es der Bart? Okay, vielleicht fehlt einfach ein Bart. Okay. Na gut, ja. So okay. Plant und was genau eine Kommune verwirrt. Ist, denn er hat da wirklich genaueste Vorstellungen, die er uns hier genau schildert. Aber der Hauptaspekt dieser Kommune liegt auf der Freikörperkultur, in erster Linie aber auf der Selbstversorgung und auf Spiritualität. Also. Oh. Okay. Freie Körperkultur, okay. Selbstversorgung sportlich, also ist ein sportliches Vorhaben. Spiritualität? Ja, Gronkh, auch mit der Selbstversorgung ist mehr so, okay, wir brauchen Barne, damit wir bei Lieferando bestellen können. Das ist mehr so der Plan. Kriegen wir das noch erläutert? Bei Spiritualität muss ich erstmal wieder an Heilsteine denken und an Akasha-Säulen und. Das habe ich tatsächlich gesehen, weil Sarah sich das angeguckt hat. Da hat Gronkh einen Stream drüber gemacht, über diese ganzen neuen Live-Scheiße, so, wo da dann hier irgendwelche Steine verkauft wurden und so. Tatsächlich sehr witzig, so. Wie gesagt, ich verfolge Gronkh nicht großartig, aber ein paar Sachen habe ich gesehen. Gezwungenermaßen. Da habe ich ganz komische. FKK, Selbstversorgung, Spiritualität. So, das sind die drei Fundamente, auf denen das Ganze aufgebaut sein soll. Die Hater ziehen das Ganze mal wieder ins Lächerliche, weil sie sagen, da will eine Sexkommune gründen. Nein, will ich nicht. Ich will eine Kommune mit Freikörperkultur gründen, wo es um Gesundheit, um Spiritualität, um geistige Gesundheit geht. Aber kann ich denn spirituell nicht sein, wenn ich angezogen bin? Muss ich dafür nackt sein? Ja, hast du vollkommen recht. Ich meine, ich habe nichts, also nur mal ganz kurz, ich bin jetzt nicht prüde oder so und ich habe auch nichts dagegen, wenn es FKK-Sachen gibt und sowas, ne? Also wo Leute gerne keine Klamotten tragen. Ich bin ehrlich, ich laufe zu Hause auch gerne mal nackt herum. Ich schlafe auch gerne nackt, ja? Wenn es keiner sieht meistens. Meistens sieht es ja keiner. So, wenn wir die Kamera aus haben, sieht es ja keiner, ob wir nackt sind. So, aber ich bin auch ein sehr großer Freund davon, Snusnu nackt zu machen, tatsächlich. Ich finde es einfach angenehmer, ja, ist einfach sehr angenehm, aber das mache ich zu Hause, ja, und deswegen, ich würde auch nicht sagen, also wenn andere Leute das auch irgendwo machen, ist nicht I. Ich wurde so geboren und ganz ehrlich, ihr seid ja auch gerade alle nackt, ja, also insofern, jetzt sagen wir nicht. Na, ich prinzipiell erstmal schon mal nicht. Lass mal die Kirche mal im Dorf. Ich finde es aber komisch, wenn das primäre Augenmerk darauf liegen soll, dass Leute nackt sind. Das finde ich komisch. Aber auch natürlich mit freier Liebe. Auch, ja, natürlich. Ja. Natürlich mit freier Liebe. Ich freue mich auf das Tomatolix-Video dazu. Natürlich. Wer mich kennt, weiß das. Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur glücklich über dieses Video. Ja, also, wer ihn kennt, der weiß das. Freie Liebe, ganz groß geschrieben beim Drachenlord. Er hat auch genaue Vorstellungen dazu, wie das Leben in der Kommune ablaufen soll. Das schildert er. Oh, hier hat Gronkh was falsch gemacht hier oben. Hier steht Republic of Gamers. Dabei muss es Republic of Germans heißen. Weiß doch jeder.
er in seinem Blog. Da ist nämlich sowas wie so ein Manifest, richtig? Ich habe Formular gerade schon ausgefüllt. Also ich habe schon abgeschickt gerade, ja. Ja, aber hast du auch schon 100 Euro auf dem Discord gelassen? Sonst wird das nichts. Du brauchst schon hier, ne? Bevorzugte Behandlung. Ist klar. Ihr seid Mitarbeiter. Du bist wahrscheinlich einer von den drei Leuten, die quasi online arbeiten müssen, um die Kohlen reinzuholen. Und ich glaube, du könntest das sogar finanzieren. Nein, wir sehen uns da. Wir machen Community-Treffen. Oh, das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht so gut. Mach das einfach. Du machst einfach so weiter, so Gaming-Streams, so. Pandora macht Onlyfans. Let's go. Ne? Damit kommt die Kohle für die Kommune rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, das ist, ja. Okay. Niedergeschrieben worden. Und da sieht man aber nun zur Grundform der Idee. Ich möchte. Okay, warte, ich muss ganz kurz, ich will nur ganz kurz eben, ich kenne den Blog nicht. Ich muss ganz kurz eben, ich scroll noch mal kurz zurück, warte. Oh Gott, ich scroll. Hallo zusammen, erst einmal, ja, es handelt sich bei diesem Blog um die Idee, die mich seit Jahren nicht mehr loslässt und der ich gerade in den letzten Monaten immer mehr überdacht und darin gearbeitet habe. Was genau ist eine Kommune überhaupt? Ist ein Begriff, ja? Ist nichts anderes als eine Gemeinde. Die grundlegende Idee habe ich erst seit ein paar Jahren, aber einige Punkte, über die ich euch noch ausführlich schreiben werde, hatte ich schon als Kind. Okay, das ist aber. Aber nun mal zu der Grundform der Idee. Ich möchte eine eigene Kommune gründen. Ja, dabei muss man viel bedenken. Und in diesem und den nachfolgenden Posts werde ich viele Sachen wiederholen, ansprechend erläutern. Fragen oder Ideen sind willkommen, aber bedenkt, dass ich an dieser Idee schon seit vielen Jahren festhalte und mir daher viele Gedanken gemacht habe. Okay, da ist außerdem nicht nur diesen. Ja, glaubt er auch nicht, ne? Post geben wird. Warum, aber warum hat er die denn nicht gemacht, als die Schanze noch da war? Er hat Schanze gesagt. Oh, das wird René nicht gefallen. Er hat Schanze gesagt, das ist ein Hater-Begriff. Gronkh offiziell Hater. Ich glaube, also wir werden es auch sehen. Es gibt auch noch eine Ansage hier nach, ne? Also wir werden uns gleich angucken. Gronkh hat sich quasi in den hohen Kreis der Elite-Hater quasi einsortiert mit diesem Video. Oder mit diesem Livestream. Die Schanze wäre doch eigentlich der ideale Ort dafür gewesen. Das war doch ein Bauernhof, oder? Oder zumindest war das ein großer Hof. Bauernhof wahrscheinlich nicht, aber ein großer Hof mit Platz. Da hätten auch mehrere Leute wahrscheinlich leben können. Er hatte die Idee schon seit ein paar Jahren. Das wäre eigentlich, die war zu baufällig. Ja, aber das Ding ist, die Leute hätten das auch reparieren können. Du denkst doch. Ja, das Ding ist ihm halt vor 3 Wochen eingefallen. Irrig. Nicht, dass in der Kommune die Leute hinkommen und einmal die Füße hochlegen können. Da müssen alle zusammen anpacken. Die Stadt hätte das niemals erlaubt. Naja, aber ich meine, da wurde er terrorisiert. Das Problem, was ich sehe, ist, ich glaube, egal wo der Lord unterkommt, das war ja jetzt auch so. Und wenn der nach Spanien zieht oder nach Portugal. Ich hatte übrigens eine sehr liebe Anfrage von einem Zuschauer im Sinne von Frag Rocks. Ich werde bald mal wieder ein Frag Rocks machen. Ich habe schon wieder sehr viele Fragen. Ob ich nicht mal Urlaub in Portugal machen möchte, da hat jemand ein Haus und ich bräuchte quasi als Bezahlung nur eine Schmetterer-Tasse mitbringen. Natürlich alles nicht so einfach, aber Portugal würde mich prinzipiell schon mal wirklich interessieren. Also ich würde gerne mal nach Portugal eine Woche Urlaub machen. So, wo er dann quasi sein Heim verkauft hat und dann mit dem Fort eine Weile lang eine sehr kurze Weile lang rumgetuckert ist und dann, egal. Also worauf ich hinaus wollte. Und wenn der nach China auswandert, Junge, dann fliege ich da hinterher. Ne? Wenn der seine Fiki-Fiki-Kommune in China hat, dann fliege ich da hin und werde da am Zaun rütteln. Wie es in meiner Art ist. Und wahrscheinlich mache ich eine große Reisegruppe auf. Ne? So eine Reisegruppe ungemütlich. Aber wo er untergekommen ist, es hat ja nicht aufgehört. Und ich glaube auch, wenn er diese Kommune gründet, es wird da natürlich auch nicht aufhören. Also ich gehe davon aus. Das meine ich jetzt nicht böse, ich will jetzt auch nichts. Nee, hast du auch vollkommen recht. Heraufbeschwören oder sonst irgendwas. Ganz objektiv glaube ich, das wird da wahrscheinlich nicht aufhören. Das. Schwierig. Schwierig. Ich habe ein kleines Problemchen damit, wenn von Nacktheit und freier Liebe von einem Menschen gesprochen wird. Achso, der selber Pornovideos gedreht hat. Ja, aber das ist ja, ganz ehrlich, das hat damit wenig zu tun. Ich glaube, das hat damit mehr zu tun, als du glaubst, Gronkh. Das geht halt sehr, sehr viel um Rainers Wix-Fantasien, das Ganze.
Also weiß ich nicht. Ob das jetzt ein Buchhalter ist oder ein Pornodarsteller, das ist, glaube ich, im Grunde genommen egal. Das ist, naja, es ist halt ein Unterschied, was die Seriosität des Ganzen angeht, ne? So, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Buchhalter bist und sagst, ey, ich möchte halt hier freie Liebe und FKK machen, ist es was anderes, als wenn du halt der Drachenlord bist, der dafür bekannt ist, Bock auf Wassertiere, Kinder und seinen Pimmel im Weltnetz zu verschicken hat. Ne? Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Also, das ist meine Meinung. Glaube ich, Wurst. Dass es da um die Wurst geht, quasi, das ist ja mit der freien Liebe eigentlich schon angesprochen, im Grunde genommen. Also, weiß ich nicht. Also, vielleicht ist es sexsüchtig. Ja, aber ja, mutmaßen können wir alle. Das ja, um sexsüchtig zu sein, muss er auch erstmal Sex gehabt haben. Ne? Stimmt natürlich, aber im Grunde genommen spielt es ja keine Rolle. Er ist quasi Fiedel-Weltmeister, ne? Auf der kleinsten Fiedel der Welt. Wie hat Dr. Old damals gesagt? Der Zweifingergriff der Schande? Oder irgendwie so? Der Pinzettengriff? Es gibt ja Leute, die machen das einfach, ne, die mögen das gerne, die machen das gerne. Es gibt ja auch schon FKK-Dinger. Also es gibt schon FKK-Kommunen, die gibt es ja schon. Das ist jetzt keine neue Erfindung. Es gibt auch Kommunen. Warte mal, hier, fällt mir gerade ein. Bei Rainer ist nicht, also wenn ich mich mal diese Banane als Anschauungswerk als Beispiel nehmen kann. Bei Rainer ist nicht so. Bei Rainer ist mehr so. Ja? Rainer ist da quasi am anderen Ende der Banane angekommen. Und mit freier Liebe und sowas. Es gibt auch Swingerclubs, Pipapo. Das gibt's ja alles. Ne? Also wir machen jetzt kein Kinkshaming. So, das machen wir aber nicht. So, kein Kinkshaming. So, warte. Lass mich mal kurz weiter lesen. Die Kommune, die ich gründen möchte, soll sich effektiv selbst versorgen. Das bedeutet, Lebensmittel, Holz und Ähnliches sollten idealerweise selbst angebaut und oberverarbeitet werden. Das heißt, du brauchst aber auch noch einen Forst. Also Holz anbauen, also Bäume quasi, und du brauchst dann wahrscheinlich einen größeren das wird schwierig, glaube ich. Natürlich wird das schwierig, vor allen Dingen muss es ja auch immer wieder neu bepflanzt werden und das muss ja auch groß genug sein, damit du quasi über den Winter kommst mit Holz. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber das war mein brechendes Herz. Wie viele wissen, bin ich jedoch auch jemand, der nicht damit zufrieden ist, wie verklemmt viele Menschen heute immer noch sind, insbesondere in Bezug auf Themen wie Homosexualität, Bisexualität, Polyamorie oder allgemeine sexuelle Freiheit. Also es soll quasi wirklich eine Gangbang-Kommune werden. Ja. Im Grunde genommen. Also Das ist halt Rainers Ding. Also er bekommt alleine keine Mulle ab, deswegen möchte er gerne Gangbanger haben, damit er vielleicht irgendwo dazwischen nochmal reinhalten darf. Ne? Weil alleine wird er es nicht schaffen. Das haben wir ja gesehen in den letzten 34 Jahren. Pi mal Daumen, kreuz und quer, alles durcheinander. Und jeder mit jedem und jeder und alles. Daher möchte ich auch darauf ein Augenmerk legen, in dem Kommunenprojekt ebenso wie auf die Freikörperkultur. Auch zu bedenken wären Sachen wie der Standort, an dem man eine solche Gemeinde aufbauen kann und was man alles dafür benötigt. Beispielsweise Häuser, Werkzeuge, Scheunen, Ställe, Tiere. Also... Ich bewundere seinen Optimismus. Was wir bis jetzt nicht wissen, also wir wissen es schon, also ich weiß es schon, viele von euch vielleicht nicht. Während dieser Livestream hier lief, den wir uns gerade angucken, hat Rainer sich auch in seinem Livestream diesen Livestream angeguckt. Aber das ist schon eine ganz schön hohe Messlatte. No pun intended. Zeig dir mal eine richtige Messlatte. Das ist, besitzt du nicht einen Forst? Nein, ich besitze keinen Forst. Nein. Ich glaube, hatte Unge... Ich wollte es gerade sagen, Unge hat bestimmt einen Forst. Sich da auf Madeira nicht irgendwie was geholt oder so? Das ist, weiß ich nicht. Okay. Ich sehe gerade hier Drachenlord Porno. Heute im Talk dachte ich, wir können uns doch endlich mal schön nebenher über das Thema sexuelle Ängste unterhalten. Wie genau komme ich auf ein gerade solch seltsames Thema? Ist okay, der Blog ist sehr speziell. Scheint ein wichtiges
Thema zu sein. Der Idee. Ich möchte eine eigene Kommune gründen. Ja, dabei muss man viel bedenken. Ich hätte nicht vorlesen sollen. In diesem und den nachfolgenden Posts werde ich viele Sachen wiederholen, ansprechen und erläutern. Fragen oder Ideen sind willkommen, aber bedenkt, dass ich an dieser Idee schon seit vielen Jahren festhalte und mir daher viele Gedanken gemacht habe. Also, da sieht man, dass die Kommune sich effektiv, hier sieht man das, selbst versorgen möchte, Lebensmittel, Holz und so weiter idealerweise selbst angebaut werden. Solche. Wie gesagt, ich finde, also jetzt, ne, wir klammern mal das ganze Drachenlord-Thema aus. Generell finde ich den Kommunengedanken ehrlich gesagt immer ziemlich spannend, so mit Selbstversorgung und sowas, wie gesagt, ne, nicht weil ich das machen will, ich finde es nur interessant. So. Ja, natürlich ist es interessant und es wäre wahrscheinlich auch witzig, das mal für 1-2 Monate auszuprobieren. Aber du kannst bei diesem Thema, wenn es um die Drachenlord-Kommune geht, einfach nicht den Drachenlord ausklammern. Es sei denn, du schmeißt den wirklich innerhalb der ersten 3 Tage raus. Ne? Aber ich würde halt nicht gleich anfangen mit Holz selber machen. Also ne, Bäume anbauen, quasi einen Forst besitzen, Bäume anbauen und so weiter. Sägewerk, was weiß ich, dann wollen wir Möbel schreinern, ich habe keine Ahnung. Ich möchte das auf gar keinen Fall nachbauen wie bei GTA in den Bergen. Ja, ich würde vielleicht eher. Oh, da ist der Rainer aufgeploppt. Erstmal gucken, dass man vielleicht erstmal mit Nahrungsmitteln anfängt. Weißt du, dass man so Felder bestellt oder sonst irgendwas? Man sieht bei Rainer, die Stimmung ist neutral. Dass man da und dann vielleicht von da aus gucken, wie man weitermacht. Eventuell so. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich Felder bestelle, mache ich es am liebsten in Kleidung. Ja. Ich muss da nicht. Ey, nackig Mohrrüben pflücken ist jetzt auch nicht so geil, ne? Wenn dir jeder von hinten ins Arschloch gucken kann, wenn du dich bückst. Da muss niemand bei mir seinen Samen ausbringen, während ich den Samen ausbringe. Erstmal hallo. Genau. Hört ihr mich gut? Ich hab da, also hallo, ich persönlich, ist aber mein persönliches Ding. Ja, ich habe am liebsten Klamotten an dabei. Ich weiß, wie es euch geht. Ja, steht nämlich gut, ist die Stimme gut. Das ist aber komisch. Gut. Ja, weiß ich nicht. Die Projekte sind in Kommunen nicht ungewöhnlich, das schreibt er. Okay, jetzt wird es anscheinend ein bisschen schwierig für uns, hier das alles nachzuvollziehen, weil wir jetzt 2 Audiospuren aufeinander haben. Ich hoffe, man hört es gut. Hier. Also, ja. Die Frage ist, gibt es bald so eine Kommune? Also 3 Audiospuren, mit meiner ja nochmal 3. Ohne also eine abgeschirmte. Das sagt er schon nicht. Nee, das sagt er natürlich nicht, aber es ist halt eine FKK-Kommune und ich stell mir halt immer nur vor und vielleicht liegt es aber daran, dass wir gesellschaftlich natürlich so als. Okay, wir machen das anders. Ich muss mal gucken. Ich pausiere mal ganz kurz die Aufnahme. So, wir werden das so machen, dass, wenn Rainer etwas Wichtiges sagt, werde ich euch das nochmal quasi als einzelne Datei hier einblenden. Werde ich dieses große Video hier quasi pausieren und Rainer nochmal einzeln einblenden. Damit wir auch hören, was er zu sagen hat. Togen sind. Dankeschön. Also ich persönlich bin, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, sehr gerne angezogen. In der Öffentlichkeit generell ganz gerne. Vielleicht ist es aber so ein gesellschaftliches Ding, dass wir angezogen als den Status quo empfinden, ja. Ich glaube, das war vor vielen, vielen Jahren mal anders, aber das war halt mal. Rainers Frisur, ich nenne es mal Frisur, es ist keine Frisur, es ist einfach nur wieder ein Gedödel da oben drauf. Sieht man jetzt hier in diesem Video gar nicht so gut, aber es ist halt, sieht wieder utopisch aus. Und ich stelle mir einfach vor, bei der Nacktkommune, dass alles nackt gemacht wird. Vielleicht liege ich da aber auch falsch. Vielleicht habe ich zu wenig Ahnung von Nacktkommunen. Ich kenne mich da so, wirklich Gronkh nicht aus. Ist mal wieder jemand, der hier gerade wieder Stress macht. Der ist auf Twitter. Ja, Gronkh mal richtig Stress gerade. Ich stelle mir gerade einfach Leute und beim Spargelstechen vor. Stress, weil er jetzt über die Sache mit der Kommune redet. Schaut sich gerade das Video von Heinz Solmecke an. Ich weiß nicht, wie es formuliert wird. Irgendwelche Sachen, schon. Von denen er nichts weiß, weil er das Schanzenwatch liest, was der Herr ja, ist wirklich so. Solmecke veröffentlicht hat. Weil er das Schanzenwatch liest, was Herr Solmecke veröffentlicht hat? Nee. Ist doch Quatsch, was du redest. Was er da zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass das nicht das Echte ist. Ja, weiß ich nicht. Und vielleicht stelle ich mir das falsch vor. Rainer, egal was du veröffentlicht hast, ob du das jetzt auf meinem Kanal, auf Ofenkäses Kanal oder auf ein Drachenarchiv guckst, ne? Auf ein Metal-Archiv, ist doch scheißegal, es ist ja trotzdem deine Aufnahme. Ob er das jetzt bei dir guckt, damit er dir nochmal irgendwie 5 Euro reinspenden muss, oder er guckt sich das kostenfrei irgendwo anders an, ist doch der gleiche Upload, du Idiot.
Ich bin ehrlich, ich habe mich zu wenig mit dem Thema beschäftigt. Finde ich echt daneben. Ist aber nichts, was ich bereuen würde. Ja, ist nichts, wo ich jetzt hinterher nochmal investigieren würde. Gemeinschaft mit einem eigenen Grundstück ich nach den Vorstellungen des Drachen? Falls ja, dann... Ja, Rainer, wäre nett gewesen, wenn du dem Zuschauer das auch einblendest. Dann soll sich die Kommune selbst versorgen. Also Lebensmittel anbauen, Tiere sollen da sein, Schafe, Kühe. Finde ich aber eigentlich eine coole Idee. Ein großes Grundstück. Also mag ich gerne. Das kann ich hier schon sagen, wenn man sich selbst versorgen will. Aber es muss funktionieren. Und du brauchst vorher, ne, du brauchst vorher, wenn du so eine Kommune machen möchtest und du willst wirklich Selbstversorger sein, dann musst du überlegen, wie viele Leute haben wir, was brauchen wir, wie kann das funktionieren. Du brauchst quasi erstmal eine Art Businessplan, damit das überhaupt läuft. Und das ist ja alles, was ich in meinem Blog alles schreibe. In meinem Blog steht es ja drin. Du brauchst Geld auf jeden Fall. Da steht auch unter anderem dran, dass ich ja Erfahrungen mit habe, dass man Selbstversorgung macht. Ich weiß ja, was man so macht. Ach, du hast Erfahrung damit. Was ein Bullshit. Rainer, du hast Tiere verhungern lassen. Mal ganz ehrlich, du hast Tiere verhungern lassen. Du hast keine Erfahrung damit. Überhaupt nicht. Null. Muss, habe ich früher alles selber gemacht. Du brauchst auf jeden Fall, um das auf vernünftige Beine zu stellen, brauchst du erstmal einen Businessplan. Es ist schön, sich das vorzustellen und außerdem davon zu träumen, will das jetzt auch ist auch so, nicht schlecht, so, um Gottes Willen, wie gesagt, jeder Zelle, das will das jetzt morgen anfangen. Dabei ist es überhaupt noch nicht so weit. Wir sind noch gar nicht so weit, dass man überhaupt darüber redet. Erstmal hätte ich gerne ein, zwei Leute, dass man überhaupt schaut, dass man das vielleicht umsetzen kann und dass man das dann zusammen organisieren kann. Solltest du dir vorher aufschreiben, Leute müssen ja auch was essen. Ja, Leute müssen vielleicht Kapital mit reinbringen oder wahrscheinlich musst du selber Kapital. Ich kann es leider nicht machen, dass man ihn hört. Du kannst nicht von Leuten erwarten. Das könntest du schon, Rainer. Ich weiß nicht, ob du dich jemals mit irgendwas befasst hast, was Videotechnik angeht, aber auch für OBS, für deinen Laptop gibt es ein Plugin, mit dem du auf Twitch streamen kannst. Auf Tickety-Tockety streamen kannst. Twitch. Jetzt fange ich schon wieder selber an, die Plattform zu verwechseln. Mit dem du auf Tickety-Tockety streamen kannst, quasi auch im Hochformat. Und trotzdem Sachen einblenden könntest. Dazu müsste man sich aber mal ein, zwei YouTube-Videos angucken und sich angucken, wie man das am besten macht. Dir ist es aber egal. Dir ist halt Qualität völlig egal. Dass sie sagen, ja, da mache ich mit. Ja, bei deinem Traum mache ich mit. Ist ein guter Traum. Aber wir machen das einfach mal. Wir schießen mal ins Blaue und ich gebe dir mein ganzes Geld. Das funktioniert. Man muss nicht ins Blaue schießen. Man muss es organisieren vorher. Das ist alles so geplant. Aber jetzt... Es ist überhaupt nichts geplant, Rainer. Geplant ist einfach nur, dass Leute dir jetzt erstmal Geld dafür geben sollen. Ansonsten ist hier gar nichts geplant. Du musst ja alles durchdenken. Also du bist für sehr viele Leute. Aber stimmt das überhaupt nicht? Das ist wenn alles du das machst, nur eine grundlegende Idee. Bist du auf einmal für sehr viele Leute verantwortlich. Und zwar Leute, die grundlegende Idee, wo du einfach Leute schon für bezahlen lassen willst. Interesse daran haben, so was mitzumachen, dass man das dann vielleicht umsetzen kann zusammen. Die reden und alles so, als würde die Verantwortung, die würde ich nicht allzu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Sondern, also ich würde das auf jeden Fall durchrechnen, glaube ich, und gucken, wie alle Leute da erstmal ernährt sind. Ich wollte gerade sagen, bekleidet, das ist, aber auch das, Leute brauchen ja trotzdem Klamotten. Weil und natürlich hat er vorhin auch wird nicht komplett wegen abgeschottet Gangbang, sein von der Welt. Freie Liebe hat Leute werden Sex ja wahrscheinlich tun, nur mit der Außenwelt. Freie Liebe hat nichts mit Sex zu tun. Interagieren müssen. Am Anfang das habe ich aber auch in meinem Blog erst geschrieben. Ich habe vor kurzem einen Post gemacht. Nicht nur am Anfang, du musst auch zwischendurch noch einkaufen gehen müssen, weil du wahrscheinlich nicht den kompletten Grundbedarf von allem decken kannst. Und du wirst wahrscheinlich immer wieder Sachen von außen mit reinbringen müssen, mit reinholen müssen. Ja, schwierig. Ich habe auch, den Post gemacht. Auch wenn der Rewe-Mann klingelt. Kannst du mal den Gronkh reden lassen und die Fresse halten, bitte? Du laberst die ganze Zeit dazwischen. Hey, Liebe, das ist noch gar nicht so lange her, der Post. Versuch das objektiv zu bewerten gerade. Auch wenn der Rewe-Mann klingelt, würde ich empfehlen, die Tür angezogen zu öffnen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das muss, ehrlich gesagt. Ich glaube, zu Hause darf man nackt rumlaufen. Ne? Ist, glaube ich, nicht verboten. Tiere musst du erstmal unterbringen. Können wir weiterschauen? Ja, das erklärt aber alles, was soll mir gehen, wenn man das Video so weiterschauen würde. Tiere würde ich erstmal Step 2 machen, weil Ärgernis. Die musst du auch erstmal unterbringen können. Tiere brauchen Platz, optimal. Und Erregung öffentlichen Ärgernis tritt bei 186a in Kraft. Erst wenn sich jemand darüber beschwert, dass man nackt rumläuft, wird das tatsächlich so gesetzt. Hier folgendes, also er stellt sich auch vor, wie man hier lebt. Das heißt, du willst jetzt die Leute weiter belästigen damit, bis sich irgendjemand beschwert. Kann. Steht auch in dem Blog mit drin, wobei das ja wie gesagt alles das vom Alten ist. Ganz ehrlich, da ist aber, also in dieses Manifest ist aber Arbeit reingeflossen. Das ist kein Manifest.
Das hat das auch der Sonnecke falsch gesagt. Das ist kein Manifest. Und das ist gar nichts, was du da liest. Da. Das ist gar nämlich, nichts. Also, das ist nur ein Grundstück, Stein, Gebäude und Zeitpunkt Ort. Ja, gemacht ist. Das ist eine damit geänderte Form. Gebäude und Grundstück ist... Das war noch zu dem Zeitpunkt, wo du noch Kinder ganz hart mit eingerechnet hast. Ne? Bevor du halt einen wahnsinnigen Shitstorm bekommen hast und überall die Kinder rausgestrichen hast. Und dann hast du den nächsten Eintrag veröffentlicht, wo irgendwie 36 mal Sex drin steht und irgendwie 50 mal Kinder oder so. Beides irgendwie miteinander verbunden, klar, dennoch fange ich bewusst mit dem Gebäude an. Ich würde sagen, man benötigt auf jeden Fall nach Anzahl der Personen, die in der Kommune leben, viele Wohnhäuser. Um ehrlich zu sein, habe ich da verschiedenste Überlegungen. Anfangen, das finde ich ja spannend, würde ich erstmal mit der Überlegung eines Hauses. Ich denke am Anfang... Das ist nicht ChatGPT. Einige im Chat haben gerade vermutet, das ist ChatGPT. Und ja, von der Menge her würde ich sagen, ja. Man denkt sich jetzt inzwischen sehr schnell, ne? Weil wer schreibt noch so viel, wenn ChatGPT. Ja, ChatGPT macht halt nicht so viele Schreibfehler, ne? Das machen kann. Aber ich glaube, vom Schreiben her würde ich sagen, das ist nicht ChatGPT. Ich habe immer alles selber gemacht. Mache ich grundsätzlich selber. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen: also, der Zuschauer bei Rainer sieht das ja jetzt nicht so wie wir. Der Zuschauer bei Rainer hört ja nur Rainer labern. Und dann stell dir mal vor, was das für ein Erlebnis in diesem Livestream ist. Wenn Rainer auf irgendwas antwortet, was der Zuschauer nicht gehört hat. Super Abfuck. Ich meine, klar, die Soundquali und dass es hier durcheinander geht, ist jetzt für uns jetzt auch nicht geil. Aber ist es immer noch besser, als wenn wir jetzt nur Rainer hören würden und wüssten gar nicht, worauf er gerade antwortet. 24 Menschen, die in der Kommune leben. Da ja Freie Liebe und auch FKK für die Kommune geplant, gewünscht ist, habe ich die Überlegung, dass man beispielsweise eine Art Schlafsaal... Also wir haben jetzt quasi Reaction auf Reaction auf Reaction. ...hat, in dem 6 vielleicht auch mehr schlafen können. Bei 6 pro Zimmer wären es insgesamt 4. Also wird dann... Okay, warte. 24 Menschen, die in der Kommune leben... eine Art Schlafsaal hat. Rechne es durch. Leute, die Rechnung ist extra. Ich habe das extra durchgerechnet. Grob geschätzt. Ist das ja, es ist durchgerechnet, grob geschätzt. Warum? Wie kommst du denn auf 24 Menschen? Was hast du denn da gerechnet, Rainer? Das ist allerdings alles bloß mit 24 Leuten. Oh, okay, das ist nicht. Oh, 6 Leute. Okay, 6 Leute in einem Raum. Ich, ganz ehrlich, da wäre ich. Das ist für mich ein No-Go. Ja. Musst du ja. Ich möchte nicht von 5 anderen Leuten zugefurzt werden. Vielleicht von einem, wenn es mein Partner ist. Ne? Auch nicht. Freie grad. Körperkultur und Polyamorie und alles, ne? Okay. Aber Privatsphäre ist schon wichtig. Mhm. Steht auch Privatsphäre mit ist schon wichtig und. Privatsphäre, ich, das steht auch mit drin. Ich will auch schlafen und wenn Hans und Jutta. Junge, diese Frisur von Rainer macht mich fertig, ne? Da und Jens da drüben, der ihren. Das wird doch einfach nur noch absurde. Ich meine. Ich, wie gesagt, ich möchte hier nicht bodyshamen, ich möchte hier mich nicht über Äußerlichkeiten lustig machen, aber es ist halt wirklich wieder utopisch. Man denkt immer wieder, er kann nicht noch absurder aussehen. Und dann macht er sich hier oben so eine Assipalme rauf. Warum macht er das? Er muss doch in den Spiegel gucken und sich denken, meine Güte, sehe ich bescheuert aus. Kannst du dir doch nicht ausdenken. Versucht er einfach immer nur noch beknackter auszusehen? Versucht er seinen eigenen Highscore jeden Tag zu brechen? Ich warte auf den Moment, wo er sich wieder irgendwelche Gesichtsbemalungen macht dazu noch. Ihren abendlichen Gangbang machen, dann kann ich halt nicht pennen und ich muss morgen früh aufs Feld. Da habe ich gar keinen Bock. Also, dass die Leute immer ja, nur das, an das Sex klingt denken. Wie eine Jugendherberge. Nur halt. Die Leute müssen da immer nur an Sex denken, dabei ist das kein gewissen Haken Thema. Dabei. Man sollte sich vielleicht mal den Kommunen Schlafsaal ist furchtbar. Also vielleicht bin ich da ein bisschen, vielleicht bin ich ein bisschen biased, vielleicht bin ich da ein bisschen so, vielleicht habe ich die Bodenhaftung verloren durch mein Influencer-Dasein, aber ganz ehrlich, Privatsphäre, das wäre mir schon wichtig. Trotz allem anderen wäre Privatsphäre wichtig und trotz allem anderen wird es ja wahrscheinlich auch Pairings geben, die vielleicht zusammenwohnen wollen oder Leute, die eventuell trotzdem auch noch ganz viel Privatsphäre brauchen, die dann vielleicht eher alleine einen Raum... Aus Tür geht mich gerade rein, du siehst aus wie eine Ananas. ...hätten oder sowas. Also du brauchst auf jeden Fall, du brauchst auf jeden Fall, gerade bei 24 Leuten, das ist schon zu viel. Rainer, niemand will deine Wix-Fantasien lesen. 24 Leute, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Mhm. Puh, du brauchst halt viel mehr Platz dafür. Ja.
da brauchst du ein paar Hektar für. Ne? Wenn du noch einen Wald haben willst und noch Tiere halten willst, brauchst du richtig, richtig viel Platz. Ach, das ist gerade alles und nur noch schlimmer. Der Will gießt voll Öl ins Feuer, weil er nur... Leute, warum gießt der Öl ins Feuer? Du hast die Scheiße doch veröffentlicht, nicht Gronkh. Du hast die Scheiße veröffentlicht. Und anstatt es zu löschen und sagen, ey, pass auf, es war ein Fehler, es war halt ein Gehirnfurz von mir, versuchst du das noch zu verteidigen. Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Wenn Leute einfach einen Fehler machen und so einen Hirnfurz haben, das ist mir ja auch schon passiert. So, ey, ich habe Sachen gemacht, wo ich gesagt habe danach, ey, was warst du für ein Idiot? Man muss sich doch auch immer selber eingestehen, dass das, was man gemacht hat, einfach nicht richtig war. Da muss man sich nicht für rechtfertigen, oh, das war ja doch richtig. Muss man nicht. Man kann auch einfach mal sagen, ey, komm, war scheiße. War richtig scheiße von mir. So. Und Rainer kann das nicht. Und er konnte das noch nie. Und deswegen hassen wir ihn alle so sehr. Weil er so ein widerlicher, ekelhafter Mensch ist, der sich einfach nicht eingestehen kann, wenn er im Unrecht ist. Der einfach sich immer rechtfertigen muss. Und sich dann ein Lügengespinst um alles rundherum spinnt. Nein, worüber er redet. Halt auch. Und Leute sind auch laut und bewegen sich und der, schlafen der unruhig. Und so. Genau, lass einen schnarchen. Lass auch einen heftig schnarchen. Letzten Endes hat er die falsche Website. Letzten Endes! Alle furzen. Hat er sich wenigstens informiert und hat sich über das Thema wenigstens auseinandergesetzt. Nee. Und hat mich wenigstens danach gefragt. Ich habe ihm zwei Mecke ja die Info gegeben. Ja. Und husten und stinken. Ich schaue gerade und ja, Gronkh, und ja, auf Twitch. Alles. Der wetteifert da gerade gegen ja, das Thema mit der Kommune. Okay. Der reagiert einfach nur auf das Solmecke-Video. Der wettert gar nicht gegen deine Kommune. Der sagt einfach nur, pass auf, das ist halt totaler Quatsch, was du da reinschreibst. Okay, warte. Bei 6 pro Zimmer werden es insgesamt 4 Zimmer, die... Oh, Rainer, jetzt rede ich mit, ne? Ist das schön. Der Mund wird immer kleiner. Das Gesichtsarschloch zieht sich langsam zusammen. Und vertraut mir, Leute, das wird noch kleiner werden. Nur noch zum Schlafen würde ich da... Mikroskopisch sozusagen. Damit würde ein Haus reichen. Nee. Ein Haus mit 4 Zimmern, ja, mit 24 Leuten, das wäre wie Hühner auf der Stange. Ja. Das wäre viel zu wenig Platz. Ja, das ist doch nicht schlimm. Hauptsache, wir sind alle nackig. Und Hauptsache, Kinder sind dabei. Platz für 24 Leute. Das ist alles, also ein Haus kommt auf die Quadratmeteranzahl drauf an, aber... Nur ja, deine Idee ist totaler Blödsinn. Merkst du das nicht? Dass ganz Internet Deutschland dich komplett auslacht für diese Scheiße. Merkst du es nicht? Leute sagen es dir. Alle lachen dich aus. Alle lachen dich aus für diese Pisse, die du ins Internet rotzt. Und du sagst, das ist nur eine Idee. Diese Idee ist halt totaler Blödsinn. Wenn ich heute die Idee habe, ich bin eine Fledermaus, dann kann ich auch in 5 Tagen noch behaupten, ich bin eine Fledermaus. Und Leute werden mich angucken und werden sagen, meine Güte, bist du bescheuert oder was? Du bist halt keine Fledermaus. So ein Ding ist das. Eine Idee, 4-Zimmer-Haus. Aber du hörst dir nicht zu. Zwar dachte ich, dass man auch ein großes... Nee, Rainer, der hört dir nicht zu. So wie du mir nicht zuhörst, weil er quasi auf was anderes reagiert. Er sieht dich doch gerade gar nicht. So wie du mich gerade nicht siehst. Großen Raum haben könnte, indem man beispielsweise einen Beamer installiert, in dem man dann neben Besprechungen auch ab und zu mal Filmabend und ähnliches machen kann. Okay. Runtergerechnet, wie man da schläft in der Kommune. Das ist eine Idee. 24, also Privatsphäre. Sag's nochmal, das ist kein Manifest, ob man das ist eine Idee. Ja. In seiner Idee Kommune. Und überlegen uns von mir die alleine. Apropos Privatsphäre. Noch habe ich keine Leute für die Kommune, die da mitreden wollen. Ist auch ordentlich flöten gegangen, falls ihr einen dieser Account habt. Da ist wieder der Tau hier rauszuholen. Wenn ich das mal ganz kurz erwähnen kann. Rainer, was ist denn mit deiner Haut schon wieder los? Was hast du denn für Pickel in der Fräse? Ich gebe dir mal einen Tipp. Waschen. Ja, dieser euch, Account. Aber der ist gehackt worden. Und Rainer, du musst noch ein bisschen mehr dran rumpoolen, dann wird es besser. Beziehungsweise viele Daten von dieser sind jetzt im Internet und unter anderem auch eure E-Mail-Adresse. Ihr seid manchmal auch mit einem dieser... Also es ist, die Zeiten vergehen, ja, die Zeit bewegt sich immer schneller, technische Fortschritte, manchmal kommt man nicht mehr mit. Es ist schön, wenn man einfach verlässliche Ankerpunkte im Leben hat, wie zum Beispiel dieser Werbung bei den Säumen-Gebühren. Ja, Rainer, du wolltest auch immer von Gronkh erwähnt werden. Was ist denn jetzt dein Problem daran? Dass er dich nicht positiv erwähnt, das ist doch das Problem daran. Dass er nicht sagt, oh, Kommune, geil, ich möchte auch Nagidai sein. Ansonsten hättest du das sehr gut gefunden, wenn 23.000 Leute dazu gucken. Einfach schön. Und er macht das jetzt und erzählt das alles. Einfach und unterwegs, wenn ihr es gar nicht gewiss seid im Leben, wenn ihr einen Vodafone-Account habt. Und in den Arschlock, wo er nur Ahnung davon hat. Kostenlos noch dieser mit abzuschließen haben. Also viele, checkt mal, ob ihr von dieser Datenlänge... Eins meiner letzten Videos hat auch irgendwie 25.000 Aufrufe. Vielen lieben Dank dafür.
betroffen seid. Das sind 14 Millionen Deutsche, also sehr, sehr viele sind da drin. Und wenn ihr betroffen seid, versuchen wir 1.000 Euro für euch Geld zu Spotify, das reicht machen. Ja, ich auch. Ja, so viel zum Thema Deezer und Privatsphäre. Der Drache nimmt es mit der Privatsphäre definitiv nicht so genau, denn sein wichtigstes Thema, und das hat er auch im Blog drin, ist die Freikörperkultur. Und das ist auch mit einigen Rainer will halt Nacki Dice sehen, ne? Fragen verbunden. Wer mich kennt, ist von der Vorstellung, mich nackt zu sehen, vermutlich nicht gerade begeistert. Also diese Art an Selbstironie beim Drachen gefällt mir. Da hat er natürlich vollkommen recht. Man ist nicht begeistert. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Also ich gucke aber zu. Das ist nicht das erste Mal, dass Selbstironie einsetzt. Mann, der meint doch gar nicht dich, der meint den Solmecke, du Idiot. Greif dir nur nicht, weil ihr nur den ganzen Redermüll mitkriegt. Das ist das erste Mal, dass ich ihn habe aus Versehen frei lachen hören. So, ganz kurz unkontrolliert, ganz kurz die Kontrolle verloren, ganz kurz gelacht. Wow, das ist, ne? Also, muss man mal sagen, nice. Hat sonst keiner geschafft. Ehre, wem Ehre gebührt, das hat noch niemand geschafft bisher. Schön. Als halt ihn nackt zu sehen, ich kann mich es sogar verstehen, auch wenn ich die Ansicht auf andere bezogen nicht teile. Finde ich irgendwie, hat er ja dann doch einen Witz. Die freie Körperkultur oder kurz FKK ist etwas, mit dem ich mich schon früh in Berührung gekommen bin. Also, ich mache das heute auch gerne. Leider kenne ich kaum Menschen, die ebenfalls begeistert davon sind. Und das ist natürlich dann auch klar, wenn man eine Kommune gründet und viele Leute hat, die FKK auch lieben, ja, dann ist das doch prima. Da können die alle nackig darum laufen. Unter dem Motto freie Liebe soll es auch sehr offene Sexualität in der Kommune geben. Nichts für Freunde der monogamen Beziehungsmodelle, die passen wohl nicht so ganz in die Pläne des Drachenlords. Werden aber nicht ausgeschlossen, laut seinem... Werden akzeptiert. Nicht gerne, aber werden akzeptiert. Blog, also auch da, Pärchen können trotzdem auch mitmachen. Was noch sehr interessant ist, soll ein gemeinsames Konto geben, finde ich sehr spannend. Ja, Pärchen werden akzeptiert, aber nur, wenn du deine Stute zur Verfügung stellst, ne? Für den Lord. Für alle anderen ist nicht so schlimm, aber der Lord muss ran dürfen. Jeder, der in die Kommune kommt, der... Okay, gemeinsames Konto. Ja, gemeinsames P-Konto. Muss man ganz vorsichtig sein. Da muss man... Gerade wenn Rainer Zugriff hat. ...man ganz vorsichtig sein. Wie es immer so schön heißt, Verträge sind für die schlechten Zeiten. Muss man alles sehr genau vorher festlegen. Ganz wichtig. Ja, das sind alles nur gemeinsames Planungen. Konto. Es sind keine Planungen, es sind alles ich nur weiß, Ideen nicht, für es Planungen also, für die Zukunft. Gibt zwei Optionen. Entweder... Rainer ist richtig am Struggeln, ne? Er ist richtig am Struggeln. Er merkt gerade, dass es von allen Seiten auf ihn einprasselt. Haben alle ein... Und Rainer ist so traurig darüber. Das merkt man ihm ja an. Er ist so traurig darüber, dass Gronkh jetzt auch was dazu sagt, ne? So Gronkh, seine große Funny-Figur, sein großes Vorbild. So, den er immer angehimmelt hat, der sagt jetzt was dazu. Gronkh hat ja quasi hier und da immer mal wieder so eine kleine Stichelei rausgelassen, von wegen hier, ne, Ankündigungslord oder ich mache Posterverkauf und so. Aber das ist ja das erste Mal, dass Gronkh wirklich so lange über Rainer redet. Und das ja nicht im positiven Sinne. Und Rainer ist so hart enttäuscht. Rainer ist so traurig darüber gerade. Man merkt ihm das richtig an. Und das freut mich. Gemeinsames Konto. Also es gibt dieses gemeinsame Konto und alle müssen ihre Kohle da drauf einzahlen komplett. Oder jeder hat noch seine Privatkonten und dann sagt man, okay, weil es live wir zahlen dann monatlich eine Gebühr, eine Mitgliedschaftsgebühr oder so und so viel Prozent. Und ich kann das nicht streamen, jeder ich bin Kommune, auf dem Handy online mit überall TikTok. Irgendwie und ich bin ja, du bist auf dem Handy online mit TikTok als professioneller Streamer, als hauptberuflicher Streamer. Rainer, wenn ich auf TikTok streamen würde, würde ich das über OBS machen, über meinen Rechner. So, das kann man. Das ist einfacher, als du denkst. Du bist halt nur zu faul, dir irgendwie ein bisschen Informationen irgendwo herzuholen. Du bist halt einfach stinkend faul. Es ist einfach einfacher, TikTok-App aufzumachen und auf Live gehen drücken. So, Hauptsache, man kriegt irgendwo hier das Match an. PC, wo ich das anschaue, das ist okay, weil Sachen in der Kommune natürlich gemacht werden. Das kannst du, das könntest du. Du bist halt nur zu blöd dazu oder zu faul. Gemeinschaftlich genutzt werden, gemeinschaftlich angeschafft werden und so weiter. Ja, aber das muss fair laufen und vor allen Dingen, was es laufen muss oder was es laufen sollte, es muss auf jeden Fall transparent gemacht werden.
Gerne, wer was eingebracht hat, was davon gekauft wurde und so weiter. Alle Ein- und Ausgänge sollten transparent dargelegt werden. Wie beim Verein im Grunde genommen. Genau. Einfach nur, damit es fair für alle ist. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, bei Geld hören ja bekanntermaßen nicht nur viele Freundschaften auf, sondern oft auch mal als Geschäftsbeziehungen, weil irgendwer übervorteilt wird und so weiter. Und die Frage ist, ob natürlich jeder die Befugnis hat, einfach zu sagen, okay, ich kaufe jetzt was von... Und da kommt die nächste Audio dazu. Danke, Schanzenwatch. Ey, mich triggert's wirklich hart. Am liebsten würde ich auf TikTok streamen, einfach nur, um zu beweisen, dass es geht. Gemeinschaftskonto. Oder wer dafür zuständig ist, Sachen anzuschaffen zum Beispiel. Ob dafür eine Person alleine zuständig ist. Die Gruppe ist dafür verantwortlich, ja, Sachen anzuschaffen. Steht aber alles schwieriges Thema immer. Wenn man sich es mal genau anschaut. Soll sein Vermögen einbringen. Alle Gehälter, die er verdient, fließen auf das gemeinsame Konto. Aber auch interessant, die Mitglieder der Kommune sollen da nicht parallel noch einen Job ausüben. Das will der Drache selbst übernehmen. Ich habe übrigens das Video zum Solmecke auf meinem Blog auch nochmal veröffentlicht und habe dazu noch Infos gegeben. Aber auch interessant, die Mitglieder der Kommune sollen da nicht parallel noch einen Job ausüben. Das will der Drache selbst übernehmen, plus noch zwei andere, denkt er sich. Also der Drache will selber einen Job ausüben, also wahrscheinlich Influence, und parallel dazu sollen zwei, drei Leute noch arbeiten gehen, um Geld reinzuholen. Das ist jetzt noch absurder eigentlich. So, wir haben hier drei YouTuber, ne? Wenn ich mich jetzt mal ausschließe. Haben wir in diesem Video drei YouTuber. Einmal jemand sehr, sehr erfolgreich ist, der wirklich der größte YouTuber Deutschlands war eine Zeit lang, der das offensichtlich als richtigen Beruf macht. Dann haben wir den Solmicke, der einen richtigen Beruf hat und mit YouTube wahrscheinlich nochmal eine zweite Selbstständigkeit hat. Und dann haben wir Rainer, der von all den dreien behauptet, ich mach das als Beruf. So, der original gar nichts kann. Der auch super unerfolgreich eigentlich ist. Es ist halt der blanke Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Das ist so absurd. Ey, what the time to be alive. Und quasi. Kommt darauf an, wie viele Leute da sind, kommt darauf an, wie viele Leute da arbeiten. Habe ich jetzt richtig verstanden. Ich versuche das nur gerade für mich zu sortieren, dass ich das richtig verstehe gerade. 24 Leute. Wie gesagt, du musst es halt vorher durchrechnen. Du musst wissen, was kostet das Grundstück, was kostet das Haus. Ist es gemietet? Wie viel kommt rein, wie viel geht raus? Das muss man alles durchrechnen. Steht aber wie viel kostet es, 24 Leute durchzuernähren? Was machen die, wenn die all ihre Kohle abgeben müssen? Du musst natürlich für die Rentenansprüche sorgen. Also du musst dafür sorgen, dass Leute dann noch was im... Bei der Pool noch ein bisschen mehr in der Fresse rum. ...im Alter haben. Es sei denn, er soll bis zum Alter gehen, aber... Ne? Ich weiß nicht, ob ich mich drauf verlassen wollen würde. Du kannst dich auf nichts verlassen im Grunde genommen. Du kannst dich auch nicht auf deinen Job verlassen, dass der fest ist. Du kannst dich nicht auf seine Selbstständigkeit verlassen. Kann jederzeit irgendwie was kommen, vorbei sein, was auch immer. Ja, wenn YouTube dich Banner haben hat zum Beispiel, ne? Also sollte man sich absichern fürs Alter. Immer, grundsätzlich. Das muss vorher sehr gut durchgerechnet werden. Ja, muss es. Und so weit bin ich noch nicht. Ja, Rainer, du wirst auch nie so weit sein. Die denn das Geld... Krankenversicherung auch. Ja. Ist doch egal. Wir haben doch Dorfdulli Abwehrkräfte. Auch mit drin. Anderen sollen für die Kommune arbeiten, zum Beispiel Reparaturen machen, Lebensmittel anbauen. Ja, Rainer, und wo wird die Krankenversicherung bezahlt? Das hast du nicht mit drin, du Idiot. Und. Das ist natürlich... echt tricky. Nur zwei, der Drache und noch zwei andere sollen das Geld ranschleppen. Das ist eine Aufgabe, muss ich sagen, für 24 Leute zu dritt das ganze Geld ranzuschleppen. Klar, ja. Seine Idee geht natürlich auf, wenn das mit der Selbstverwaltung optimal klappt. In der Zwischenzeit, bis das alles organisiert ist, abonniert gern schon mal diesen Kanal hier. Da haben wir wahrscheinlich die Millionen Abonnenten schneller voll als der Drache seine Kommune. Obwohl, man kann, ja, er lebt schon seit vielen Jahren mit dieser Idee, einfach auch mal schwanger gehen. Ich halte es persönlich, das ist einfach nur meine Meinung, für schwierig, dass drei Leute das ganze Ding finanzieren und diese Selbstversorgungsgeschichte. Das ist ja nur eine Idee gewesen, je nachdem, wie viel man dann verdient, wie viel man hat, wie viel man braucht, ob noch was mehr kommt. Also wie gesagt, Wie Matt Rainer ist, das macht mich richtig froh, ne? Ich glaube, wir werden demnächst wieder einen schönen Meltdown sehen.
Ja, möglich. Ne, wir wollen objektiv bleiben. Es ist möglich. Objektiv. Es ist, glaube ich, möglich. Schon irgendwas von wegen aber ich glaube, also vielleicht wurde es auch durchdacht und mir fehlen einfach die harten Fakten und die Infos, die dahinter stehen vielleicht schon mal Rechnungen, so Businesspläne und so weiter. Die fehlen jetzt einfach nur. Das ist doch alles erstmal egal. Auch Gesetze sind egal. Wir haben doch einen Blog. Kann ich aber auch schlecht veröffentlichen, solche Sachen. Wie Businesspläne. Nee, könntest du. Aber du hast keine. Tu doch nicht so, als wenn du welche hättest. Du hast, wie gesagt, also ich kann es immer nur noch mal wiederholen. Du hast einfach nur deine Wix-Fantasien aufgeschrieben. Ich glaube, das ist momentan... Der Blog-Eintrag ist sehr lang. Der rechnet, wenn ich nicht weiß, wie viele Leute in der Kommune leben werden. Aber es fehlen, glaube ich, noch so ein paar harte Fakten dabei. Ja, natürlich fehlt da einiges. Es muss auf jeden Fall... Sag ich aber die ganze Zeit, der ganze Blog ist nicht fertig. Das Ganze ist auch nur eine Idee aktuell. Ja, wo soll die Kommune sein? Gibt es nur einen groben Plan? Die Temperatur soll nie unter 20... Kennst du den Film Midsommar? Ja, ich kenne den Film Midsommar, aber so eine Kommune wird das bestimmt nicht. Ich glaube nicht, dass die Menschen Opfer haben. Ja, vielleicht wenn die Ernte... Vielleicht wird die eine oder andere Jungfrau für den Oger geopfert. Ich kann mir das sogar vorstellen. Ernte nicht groß. Und vor allen Dingen die erste Nacht gehört dem Lord, ne? Das wissen wir ja bereits. Wenn es genug ausfällt, dann kann man mal. Ja, so den einen, guck mal, der Michael, der sieht so schwach aus. Habt ihr das gehört? Vielleicht sollte man mal Gronkh opfern. Da ist jemand ganz schön mad. Den können wir mal opfern. Solche Leute kann ich nicht gebrauchen. Also. Da ist auch ein bisschen mehr dran, aber... Ja, Rainer, dann mach doch aus. Da oben ist der X-Button. Ja, gut, klar. So für einen harten Winter. Aber sonst, ich glaube nicht, dass darauf jetzt irgendwie Prio liegt. Ich glaube nicht. Ja, dann wird es wahrscheinlich eher nicht Deutschland sein, wenn ich mal gerade rausgucke aus dem Fenster, sind es hier irgendwie... Das ist bestimmt hier Altersversorgung. Wenn die alt genug sind, kannst du Beef Jerky draus machen einfach. Aber das ist schön. Hört auf jetzt, Leute. Wir wollen ernst bleiben. So, warte. Nur einen groben Plan. Die Temperatur soll nie unter 20 Grad fallen. Dann wird es wahrscheinlich eher nicht Deutschland sein, wenn ich mal gerade rausgucke aus dem Fenster, sind es hier irgendwie in Köln minus 4 Grad, minus 5 Grad. Schade, den Drachen werden wir hier nicht vor der Tür sehen. Trotzdem steht alles drin, ob das und das und wie das und soll das und könnte das Deutschland sein oder nicht. Vielleicht gibt es gar eine ganze Liste mit Vor- und Nachteilen. Also, es gibt schon Kommunen und ich habe euch eine Kommune mal rausgesucht, nämlich die Kommune Niederkaufungen. Ja, also da ist schon so eine Kommune gegründet worden, die haben Infonachmittage, es gibt da Selbstwirtschaft, also es ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, das, was der Drache sich da überlegt hat. Es gibt Kommunen in Deutschland, es gab ja mal die Kommune 1, da ging es nur um die freie Liebe rund um Uschi Obermeier, aber wenn man so ein insgesamtes Zusammenleben haben will, dann ist die Kommune in Niederkaufungen sicherlich schon ein gewisses Vorbild und man sieht, der Traum ist aus, aber wir werden alles geben, dass es Wirklichkeit wird und was daraus wurde. Also hier sieht man nur die Gründung im Jahr 1986 der Kommune Kaufungen. Also, es gibt mehr, aber das wäre vielleicht interessant, so als Pilotprojekte quasi, ne? Oder dass man guckt, wie... Es gibt eine Arschvoll-Kommune. Ja, Rainer, warum sollte ich denn in deine Kommune kommen? Wenn es einen Arsch voll Kommunen gibt, so, dann würde ich mich lieber da irgendwo anschließen, als an deine. Andere Kommunen das gemacht haben, sich auch ein bisschen reinlesen und dann gucken. Kennst du die Kommune 1 überhaupt nicht? Habe ich gerade erst. Also Uschi Obermeier, der Name sagt mir irgendwas. Ich glaube, das ist eher noch meine Elterngeneration. Also Rainer, hast du ja auch durchgelesen, was die BJN gemacht hat? Oder hast du es einfach nur blind verlinkt? Du blödes Arschloch. Ich versuche mich dann mit Leuten zu informieren. Keine Ahnung. Kommune 1 sagt mir auch gar nichts. Wie gesagt, ich habe mich mit Kommunen auch nicht so wirklich beschäftigt. Ich kenne nur die von Thomas D., ne, die Mars-Kommune. Die fand ich eigentlich ganz spannend damals. Aber wie gesagt, nur aus Interesse einfach nur. Aber nicht aus eigenem Interesse, dass ich ja mitmache, sondern nur aus Interesse, weil ich das spannend finde. So. Insofern, hier gibt es diese Kommune, die hat als Rechtsform den eingetragenen Verein gewählt. Das müsste man dann schauen, ob der Drache jetzt den Aufwand eben betreibt. Er hat sich über die Rechtsform noch nicht so viele Gedanken gemacht, was ich aus seinem Manifest lesen konnte. Kommune 1 war 68er Zeit, aber Gronkh. Da war ich noch nicht mal ein Sperma. Da war ich noch nicht mal im Sack unterwegs. Man hat seine Sprüche manchmal, ne?
68 ist ein bisschen vor meiner Zeit schon. Das Problem ist, wenn man sich keine Gedanken macht über die Rechtsform, dann hat man automatisch die Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts gewählt, GbR, nach dem BGB. Und die ist mit ein paar Nachteilen möglicherweise verbunden, denn alle haften dann mit ihrem Privatvermögen. Würde man einen Verein gründen, dann würde nur der Verein mit dem Vereinsvermögen gründen. Schaut euch am besten also, den Blog mal an. Sind dann alle verantwortlich für die Blog, Kommune oder ist man, wenn ist man selber? Also, Rainer, keine Sau interessiert deinen Blog. Schaut euch meinen Blog an, schaut euch meinen Blog an. Hast nur Scheiße in deinen scheiß Blog geschrieben. Ist man selber dann allein verantwortlich wenn und die Leute werden Blog quasi geführt oben, wie, also auf meinen Account geht, dann einfach nicht, auf meinen Link, Gehalt, der erste Link im Linktree ist dann der Blog-Account. Wenn ihr da mal drauf geht, könnt ihr euch mal anschauen, ist alles schön sortiert, krass. Sind schöne viele Beiträge, okay. Viel mehr als da gerade angesprochen wird. Ach, Mars hieß moderne Anstalt rigoroser Spacker. Und das kann man dann so in Ruhe anschauen, alles, und kann man dann in Ruhe mal sich informieren. Okay, warte, ich höre mal. Da wird man auch sehen, dass ich viele Sachen noch gar nicht geplant habe, weil ich viele Sachen erst nicht planen kann. Privatvermögen würde man einen Verein gründen, dann würde nur der Verein mit Vereinsvermögen. Macht hier aber theoretisch keinen Unterschied, weil ja alle sollen ihr Gesamtvermögen eh in den Club einbringen. Naja, und wenn der dann haftet als Verein, ist auch alles weg. Also insofern, hier müsste man schauen, was wirklich so Sache ist. Aber da ist dann noch eine Frage, will jemand so diese grenzenlose Haftung übernehmen? Will jemand also wirklich sein gesamtes finde, Vermögen die Mods vom Gronkh, mit einbringen? Die vor allem, alle wenn man sich dann an solche Klauseln orientiert, drauf reagieren und so weiter. Ja, natürlich. Das ist halt irgendwie Werbung ist für einen anderen Stream. Natürlich löschen die das raus. Leute, ich lese das gerade im Chat. Macht bitte keine Werbung für andere Streamer, ja? Ganz genau. Ey, hätte ich mal die Fresse gehalten. Dankeschön. Mach ich aber für dich nicht. Ja, Rainer, aber das ist andersrum ein bisschen was anderes, ne? Warum sollte jemand auf dich verweisen wollen? Auf deinen dreckigen Battle-Stream? Warum sollte da jemand drauf verweisen wollen? Warum sollte man da drauf... Natürlich löscht man das raus oder lässt das von seinen Mods rauslöschen. Ausstiegsverträge orientieren sich an individuellen Bedürfnissen und dem für die Kommune tragbaren und nicht an der Menge des eingebrachten Geldes. Solche Kommunenregeln habe ich im Internet gefunden und das ist natürlich nicht was für jeden, dass man da auch nicht so ohne weiteres wieder rauskommt oder nachher gar nichts mehr hat. Selbst wenn man und vielen Dank, liebe Mods, tut mir leid. Ich wollte das Thema gar nicht eskalieren. Ich will ja, dass es ruhig bleibt hier. Ne? Wir wollen es ja mit der Kommune aufhören. Kommune ist heute das, worum es geht. Die Kommune. Nichts anderes. Es geht nur um die Kommune. Ja, und das ist stellt euch mal vor, Gronkh hätte gesagt, ja, super Idee, total geil. Junge Rainer hätte im Stream hätte er sich einen vor der Palme gewedelt. Gebracht hat also auch da, auch wenn muss du man die sagen. Kommune redest. Ja, müsste man sich das Ganze meine genau Bingo-Karte anschauen. Ist fast voll. Für die steuerlichen Vorteile wäre wahrscheinlich ein gemeinnütziger Verein die richtige Wahl, aber auch nicht ganz einfach. Da muss man ja gemeinnützig sein, offen sein für alles. Das müsste der Drache wahrscheinlich alles nochmal genau durchdenken. Und das, dann hat der heilige Ofenkäse auch noch drüber. Weitere Zusammenschnitte zu sagen. Wir leben. Ich bin da drüber. Alter Schwede. Rainer, du hast nicht einen Moment nachgedacht. Einfach in dieser Timeline, wo der Rechtsanwalt Christian Solmicke über den heiligen Ofenkäse redet. Wir leben in dieser Timeline. Schön, dass du das so lustig findest mit den Hatern. Diese ganze Timeline, in der wir aktuell leben, das ist... Der Mund wird immer kleiner, Ist einfach alles, wie es, als hätte irgendjemand sehr stark, sehr viel getrunken und ein Buch geschrieben mit den absurdesten Dingen, die aber passieren können. Ja. So alles, ja. Was irgendwie seit zwei, drei Jahren passiert, ist einfach ist, völlig absurd. Bin ich dann der Held, bin ich der Schurke oder merkwürdig. Bin ich eine Randfigur? Das ist einfach... Nee, Rainer, du bist auf jeden Fall nicht der Held, das kann ich dir jetzt schon mal verraten. Du bist der Brückentroll. So. Kennt hier von Monty Python. Du bist so der schwarze Ritter, so, der schon beide Arme und die Beine abgeschlagen hat und sagt dann, okay, wir einigen uns auf Unentschieden. Das ist ein bisschen wie das Marvel-Multiversum. Zusammengetragen und sagt, was zur Organisation. Das ist schön einfach. Wir haben den Drachen ja selbst ist das befragt, schön. Das sage ich euch hier schon. Da what a time to be alive, ja. Von ihm bekommen. Aber erstmal, was er dem heiligen Ofenkäse gesagt hat. Ich habe gar nichts gesagt. So, Ofenkäse hat mir wieder mal Videos für in diesem Sinne. Meine Videos geklaut. Im Prinzip ist es eine gleiche. Rainer, was machen wir denn jetzt mal mit dir, wenn du andauernd die Musik von irgendwelchen Künstlern klaust? Gleichberechtigung. Die Kommune soll in einer Gleichberechtigung gesetzt werden, wo alle eine Entscheidungsgewalt haben. Also Gleichberechtigung, kein Chef, der Drache soll nicht der Chef sein? Richtig. Bei vielen, okay. Ich finde den Grundgedanken gut.
bei 24 Leuten, also je mehr Leute du hast, desto schwieriger wird's. Mhm. Desto schwieriger wird's, mit allen immer auf einen Nenner zu kommen. Das stelle ich, also ich stelle es mir schwierig vor. Ich weiß nicht genau, wie das in der Realität. Ja, gerade wenn du so eine absurden Gestalten wie Rainer da drin hast, ne? Und die Gefolgschaft, die er anzieht, also damit meine ich jetzt nicht uns, sondern ja, machen wir es jetzt vor, die Pedos, die quasi gerne in Rainers Kommune möchten. Realität abgebildet ist, man weiß natürlich auch nie genau, wer da in der Kommune so, ne, so rumhängt und so. Aber ich stelle es mir schwierig vor, bei vielen Themen mit allen immer d'accord zu gehen. Das wird, glaube ich, auch mal Unruhe geben. Es sei denn, es ist sehr harmonisch. Aber das Problem ist, weißt du was an der Stelle? So oft, es sind leider Frank, Menschen dran beteiligt. Dann würde ich dir gerne deine Fragen. So. Warte, wir hören es uns jetzt hier an und dann machen wir es nochmal. Ja, wir können gerne mal zusammen live gehen. Und ich TikTok, persönlich Twitch, habe ihn dann angesprochen und gesagt, ja, das ist mir zu wenig. Discord. Das musst du mir genauer sagen, Rainer. Du hast beim letzten Mal gesagt, live, hey, von mir auch aus mal was sagen. Wir haben hier nämlich gerade quasi die erste Ansage an Gronkh. Und die zeige ich euch nochmal einzeln, damit wir auch ganz genau zuhören können. Genau. Weißt du was an der Stelle? Gronkh, ich beantworte dir gerne deine Fragen. Ja, wir können gerne mal zusammen live gehen. Kick, TikTok, Twitch, wie auch immer. Irgendwo Discord. Wir können uns gerne mal drüber unterhalten und drüber reden. Von mir aus live, von mir aus privat, mir völlig scheißegal. Aber es wäre schön, wenn du aufhören würdest, ständig über mich zu reden. Ich sage das immer wieder, hört auf, über mich zu reden, anstatt immer dann einmal zuzuhören. Also ich fordere dich hiermit auf, Gronkh. Wenn du das willst, rede mit mir, aber hör auf, über mich zu reden, wenn du keine Ahnung davon hast. Du redest über die Kommune, wo du keine Ahnung davon hast. Das war die erste Ansage. Wir haben noch ein paar mehr. Ist mir scheißegal, aber es wäre schön, wenn du aufhören würdest, ständig über mich zu reden. Ich sag das immer wieder, hört auf, über mich zu reden, anstatt immer dann einmal zuzuhören. Ich werde immer nachgesagt, dass ich sehr dominant bin. Das ist teilweise auch richtig. Also ich fordere dich hiermit auf, Gronkh. Wenn du das willst, rede mit mir, aber hör auf, über mich zu reden. Wenn du keine Ahnung davon hast. Du redest über die Diskussionsrunde Gemeinschaft der Rat. Gucken wir uns gleich rechtlich genau an. Also ich möchte kein alleiniges Sprachrecht haben. Definitiv nicht. Das ist nicht mein Ziel. Und das ist auch nicht mein... Rainer möchte so gerne Reichweite von Gronkh abgreifen, ne? Stil, auch wenn das über mich gerne behauptet wird. Also in der Kommune, die ich plane oder die geplant wird jetzt, soll definitiv ein Mitspracherecht für alle gelten. Gleiches Recht für jeden. Also immerhin. Klare Kante, muss man sagen, gleiches Recht für jeden. Ja, das Problem ist, sollte die Kommune als Rechtsform zum Beispiel eingetragener Verein gewählt werden, dann herrscht dort eine Vorstandspflicht. Das ist plötzlich überraschend ruhig, dass ich ihm so Infos gegeben habe, beziehungsweise mit ihm geredet habe. So simpel, dass man da machen und tun kann, was man will, muss man eben den Vorstand wählen. Warum ist er denn überraschend ruhig? Wenn er was soll er denn dazu sagen? Der Vorstand vertritt den... Ich glaube, Blicke reichen da schon. Aber das kannst du nicht lesen. Weil du keine sozialen Kontakte hast. Verein nach außen, außerdem ist so... Also das letzte Mal erstmal irgendwas über Blicke unter Männern gezeigt oder erzählt. Offensichtlich hast du das nicht verstanden. Ein Verein recht demokratisch, jedes Mitglied hat gleiches Stimmrecht. Ja. Bei Gesellschaft bürgerlichen Rechts, gucken wir mal rein, in 709 BGB ist das im Prinzip ähnlich. Da kann man aber die Stimmrechte auch anders verteilen. Da 24 Leute... 24 Leute ist nur eine Idee. Für den Anfang hätte ich gerne also, 10, 12 Leute. Wenn wir das mal mit der GmbH gleichsetzen. Wenn man das dann also größer macht, kann man immer noch Firma. Schauen, wie man es macht. Weil im Grunde genommen, du musst ja auch wirtschaftlich bei so einem Ding denken. Du musst richtig. Ja wirtschaftlich vorantreten, sonst bist du ja nicht, sonst trägt sich das einfach nicht. Ja, Hand aufs Herz. Richtig, funktioniert deswegen sonst. Muss man es wirtschaftlich machen. Ja, Rainer, aber das ist das Einzige, was du noch nicht quasi berücksichtigt hast. Dein Augenmerk lag darauf, dass alle nackt sein müssen und auf Kindern und auf freie Liebe. Und auf Snusnu machen. Aber es lag nicht darauf, okay, was muss man jetzt eigentlich machen, um diese Kommune zu gründen? Es hat für dich einfach nur einen sexuellen Hintergrund, das wissen wir doch. Das merkt man doch. Angenommen, du hast 24 Gesellschafter.
Das ist ein Abfuck. Der hat sich an diese 24 festgebunden, oder? Oder 24 Chefs. Stell dir mal vor. Ja, Reinhard, selbst wenn es 10 Leute sind. Ihr nehmt euch jetzt auch nicht mehr so viel. 24 auf deiner Drache, Arbeit 25 Chefs. Mit einem extra Stimme. Ja, das ist aber Chaos. Das ist einfach Chaos. Ich verstehe den demokratischen Grundgedanken dahinter. 24 mit mir, versteht sich. Also 24 aber im Ganzen auch im Grunde genommen, brauchst du brauchst wahrscheinlich eher einen Klassensprecher. Ja. Ich glaube, du brauchst einen Klassensprecher. Wie man das System macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, hast du dir keine Gedanken drüber gemacht? Da muss man sagen, müsste Rainer sich wahrscheinlich vorher nochmal rechtlich beraten lassen, wie er die Kommune konkret in der Rechtsform ausgestalten will. Ist nicht ganz. Ich denke, das hast du schon. Du bist doch quasi mit dem Anwalt im Gespräch die ganze Zeit darüber. Ich glaube, du hast einfach nur mal kurz dem Solvik ein kleines Interview gegeben und das war's. Das war deine große Ich rede mit einem Anwalt. Ne? Das war das große Ding. Unerheblich, kann ich dir vorher mal sagen. Und dann. Was du sagst, stimmt nicht ganz. Du kannst im Gesellschaftsvertrag einiges regeln, auch wer Geschäftsführungsbefugt. Ja, dekadent, ja, weiß ich. Ja? Aber es sind ja dann alle, es geht ja gerade darum, dass alle gleichberechtigt sind. Dass alle das gleiche Recht haben, das gleiche Stimmrecht. Darum geht es ja gerade. Dann natürlich der Kommt darauf an, wie man es regelt. Ich weiß es noch nicht, wie man es regelt. Das war eine Idee. Das ist alles nur eine Idee. Wir haben Rainer extra für das ganze Thema Kommune ist nur eine Idee. Und hören uns mal seine Antwort zum Thema FKK an. Was ist da in Sachen Freikörperkultur gebracht? Aber eben nur als Idee. Ich weiß noch nicht, wie man es im Fach dann umsetzt. Letzten Endes ist Rainer ganz schön nett, dass seine Idee gerade komplett zerpflückt wird von Leuten, die er eigentlich irgendwie gerne mag. Oder von jemandem, den er gerne mag. Ja? Also mich würde noch freuen, wenn Al Blali noch was dazu macht. Ich kritisiert wird. Deswegen sage ich die ganze Zeit, es ist eine Idee. Es ist keine Wege dafür, sondern eher den Wunsch danach. Das heißt, es wird letzten Endes für jeden selbst entschieden, aber es ist eigentlich schon mit dem Ziel, dass man eben auch dem FKK frei nachgehen kann. Das heißt, du musst aber wirklich irgendwo wohnen, wo das ganze Jahr, also wenn man wirklich 24-7 optimalerweise, ja, auf Optimum nackt sein soll, dann solltest du am besten irgendwo wohnen, wo soll es das ganze muss, Jahr lang Bro. Warm ist. Soll nicht muss. Und auch nicht fußkalt. Was die große Fußbodenheizung. Das ist das Thema Kinder. Die Mücken freuen sich. Angeht. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Es gibt ja auch schon Campingplätze und so weiter. Aber letzten Endes, wenn sich jemand gegenüber den Kindern daneben benimmt, wird die Person natürlich angezeigt und aus der Kommune geworfen. Oh, über das Thema Kinder habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das Thema wir schon. Kinder habe ich nur angesprochen. Wenn man das Wort Kinder erwähnt bei FKK, da gehen natürlich sofort erstmal die Alarmglocken los. Ja, per se. Das ist, ich glaube, das ist ganz normal. Ja, bei jedem normal denkenden Menschen, aber bei Rainer eben nicht. Ne? Rainer hat gedacht, er kommt damit durch. Da habe ich jetzt, das Thema Kinder habe ich jetzt noch gar nicht mit reingebracht. Das Schöne ist, was jetzt Zollmecke zum Thema Kinder und der Kommune und FKK sagt. Okay, wir also erstmal, ja, total schön, ne? Das geht, ne? Das findest du total schön, dass man Kinder da haben kann. Klare Kante, wenn sich jemand gegenüber den Kindern daneben benimmt, aber Rainer weiß nicht so ganz genau, darf man überhaupt FKK machen, wenn Kinder dabei sind? Ich weiß das schon, weil ich habe nicht die Kinder auch nackt sein? 24-7? Nein, steht alles im Blog. Wenn du das mal lesen würdest, würdest du es vielleicht wissen. Lehren wir gleich. Ja, Rainer, du hattest dich bei BJN informiert. Die Leute, die einfach damit hops genommen wurden, dass sie mit Kinderpornos ihr Geld verdient haben. Jetzt allerdings erstmal. Weil das mittlerweile jetzt zum Thema Das Thema Kinder ist vom Tisch. Er sagt okay. 24-7 FKK, das heißt im Klartext, da laufen alle die ganze Zeit nackig rum. Und das ist ja nahezu der Klassiker in den Nachbarschaftsstreitigkeiten. Nackte im Garten habe ich unter anderem auch in meinem Taschenanwalt und im... Nee, ist noch nicht vorbei. Das Thema Kind war der Grund. Oh, ist noch nicht vorbei, das Thema. Okay. Gut zu wissen, Rainer. Hallo, lieber Ofenkäse, hallo. Das Thema... hallo, lieber Ofenkäse. Oh, das wird Rainer Matt machen. Riecht ihr das? Ah, oh, ich rieche da Matt. Kinder war der größte Kritikpunkt am Anfang, weil er eine FKK-Knatterkommune macht, mit nackten Kindern gründen wollte. Verstehe ich absolut, weil das, glaube ich, schwierig ist, gerade wenn 6 Leute in einem Raum sind und da sollen auch Kinder übernachten. Kinder haben ein eigenes Zimmer. Mit gewollter freier ist ja Liebe. Logisch. Sehr steht aber alles drinnen. Ich habe gelesen, das Thema Kinder ist vom Tisch. Gott sei Dank. Was ich geil finde, dann brauchen wir uns damit auch gar nicht. Um den es geht, hat kein Sprachrecht bei Grom, aber Ofenkäse hat ein Sprachrecht bei ihm. Der Ofenkäse ist einfach nur im Chat. Du hättest ja auch in den Chat schreiben können. Vielleicht hat er dich auch erwähnt.
handelt. Ofenkäse hat ein Sprachrecht beim Gronkh, aber ich nicht. Naja, Thema Verhütung aber wahrscheinlich wichtig. Es könnte eine Belästigung der Allgemeinheit sein, nach § 118 Ordnungswidrigkeitsgesetz. Also Gronkh, einer der größten Streamer und YouTuber in Deutschland, gibt aber einem Hater ein Sprachrecht, aber mir nicht. Die Gerichte sagen, wenn man sich in seinem... Das zeigt uns, wer hier wohl im Recht ist, oder? Eigenen Garten nackig zeigt, dann ist es eigentlich kein Problem. Denn dann stört man die anderen Menschen nicht so sehr. Es sei denn, es kommt zur freien Liebe, also zu sexuellen Handlungen im Garten. Da muss man sagen, das könnte eine ungehörige Handlung sein. Und dann wäre das eine Ordnungswidrigkeit. Naja, möglicherweise, wenn da richtig hart Sex gemacht wird im Garten. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Straftat, 183a Strafgesetzbuch, Erregung öffentlich. Da kommt die nächste Ansage. Wir hören es uns erstmal hier wieder kurz an. Ich gebe dir jetzt ein einziges Mal. Das ist das letzte Mal. Das habe ich schon ein paar Mal versucht. Du hast dich jahrelang geweigert. Ich gebe dir jetzt einmal die Möglichkeit. Grundstück ziehen oder... Ohne jetzt arrogant rüberkommen zu wollen, denn ich bin alles andere als arrogant, auch wenn es über mich bereit wird. Ich gebe dir jetzt ein einziges Mal die Chance, dich mit mir auseinanderzusetzen, mit mir zu reden. Ob wir es privat machen oder nicht, ob wir es öffentlich machen oder nicht, ist mir scheißegal. Okay, hier unterbreche ich und werde euch das uns das mal einspielen, damit wir es auch verstehen, was er da sagt. Es ist halt ein bisschen Abfuck mit den ganzen Tonspuren übereinander, ne? Klondike kommt auch bei ihm zu Wort. Oh, nee, da sind wir falsch. Aber cool. Das Klondike kommt haben wir schon mal gehört. Also haben wir jetzt schon zwei Hater. Er hat schon Ofenkäse drin und er hat Klondike drinnen. Aber um den es geht, kommt bei ihm nicht zu Wort. Ah. Slow clap. Da habe ich natürlich die falsche Aufnahme jetzt da reingeschmissen. Gucken wir mal, ob das hier die richtige ist. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Also Gronkh, ich gebe dir jetzt ein einziges Mal. Das ist das letzte Mal. Das habe ich schon ein paar Mal versucht. Du hast dich jahrelang geweigert. Gronkh, hier ist deine Chance. Ich gebe dir jetzt einmal die Möglichkeit. Ja. Gronkh, bitte nutze deine Chance. Deine letzte Chance. Ansonsten ist hier, wirst du im ewigen Drachenfeuer schmoren. Ohne jetzt arrogant rüberkommen zu wollen, denn ich... Nö, Rainer, du kommst gar nicht arrogant rüber, überhaupt nicht. Überhaupt auch nicht von oben herab. Überhaupt nicht, als wenn du der Lehrer bist, ne? Oder hier der Erziehungsberechtigte. Aber Rainer, du beweist wieder sehr schön damit, wie du mit Leuten umgehen würdest, die in der Kommune nicht deiner Meinung wären. Ich bin alles andere als arrogant, auch wenn das über mich verbreitet wird. Ich gebe dir jetzt ein einziges Mal die Chance, dich mit mir auseinanderzusetzen, mit mir zu reden. Ob wir es privat machen oder nicht, ob wir es öffentlich machen oder nicht, ist mir scheißegal. Mir wäre privat lieber, weil das geht die Leute nichts an. Aber wenn du es öffentlich machen willst, können wir das auch gerne öffentlich machen. Ja, wir müssen uns auch nicht mit Schlampe schmeißen, wir sind zwei erwachsene Leute. Da können wir uns mal in Ruhe zusammensetzen und mal uns dann über das Thema unterhalten. Ist überhaupt kein Ding. Aber hör auf, über mich so eine Schwachsinn zu verzapfen. Vor allem, wenn du einen Ofenkäse in deinem Chat duldest und alles, was zum Thema Rainer kommt, irgendwo im Chat von meinen Leuten, positiven Leuten, die mir helfen wollen, dass du kapierst, dass ich versuche, dir da gerade zu erklären, was Sache ist, dann wäre es schon schön, wenn du mir mal auch zuhören würdest, anstatt herzugehen und denen zuzuhören. Weil er redet hier und redet hier und redet hier und schaut sich das säumige Video an, wobei... Ja, Rainer, merkst du nicht, dass du einfach nur eine Lolkau bist, auch für Gronkh? Dass er sich einfach nur über dich lustig macht, dass es so billiger Content ist, den man hat? Und du hältst dich für so ernstzunehmend und für so wichtig, dass du glaubst, dass irgendwie einer der größten Streamer Deutschlands mit dir reden möchte? Du hältst dich für so wichtig? Rainer, was glaubst du denn, wer du bist? Du bist halt ein Idiot, der seine... Furz- und Wix-Fantasien einfach nur ins Internet brüllt. Und Leute machen sich darüber lustig. Und dann regst du dich darüber auf, dass Leute sich darüber lustig machen. Ich sagen muss dieses Mal an dieser Stelle Props an den Zwemmeke für das Video und dass er mich zu Wort kommen hat lassen und mich auch danach gefragt hat. Und das Video war ja auch echt gut. Mit ein, zwei Ausnahmen. Aber das steht alles in meinem Blog, wie gesagt. Dein Drecksblog will keiner lesen, merkst du das nicht? Gronkh, ich gebe dir die Gelegenheit, dass wir mal uns darüber unterhalten, ob privat oder also unter zwei Leuten oder im Internet, in der Öffentlichkeit, mir scheißegal. Aber du gibst einem Hater, sogar noch wortwörtlich Ofenkäse, und weißt du anscheinend auch, dass es ein Hater ist, gibst du ein Wort an mir nicht.
um den es geht. Nö, der Ofenkäse hat auch gar nicht geredet. Er hat einfach nur in den Chat geschrieben, Rainer. Ach ja. Das weiß halt immer jeder besser Bescheid. Und es ist halt immer auf das eine bezogen. Es wird immer nur auf dieses eine Thema rumgehackt. Dabei ist es doch gar nicht das Thema. So, dulli wie ich bin, habe ich das Video weiterlaufen lassen und habe die pausierte Aufnahme nicht zu Ende, also quasi wieder gestartet. Das heißt, ich war schon ein bisschen weiter vorne, bin jetzt aber zurückgekommen. Tops, die wir zu vergeben haben. Gibst einem Hater sogar noch wortwörtlich Ofenkäse und weißt du anscheinend auch, dass es ein Hater ist? Gibst du ein Wort oder nicht? Oh, um den es geht. Oh, das war mal Ansage jetzt. Wir hatten ja gerade das Thema Kinder. Nicht ganz unkompliziert dieses Thema Kinder. Rainer hat es hier mit drin in seinem Manifest Kinder in der Kommune. Das ist nicht da drin, das ist Drachenchronik Hater. Thema ist vom Tisch. Rainer, diese Drachenchronik bildet doch nur 1:1 das ab, was du da gepostet hast. Also halt deine scheiß Fresse. Thema ist vom Tisch. Ja, bevor sie die Gemüter erhitzen, das Thema ist vom Tisch. Ja, das Thema ist vom Tisch, weil die Leute so einen Schwachsinn verzockt haben. Und mir ist da gar nicht darum ging damals. Was ist mit Kindern und Jugendlichen? Naja, eben hast du noch erzählt, dass das Thema nicht vom Tisch ist. Ja? Also was denn nun? Thema ich weiß nicht genau, wie die Regeln aufgeregt haben, habe ich versucht, es mal zu klären. Und dann, weil es mich zu sehr aufgeregt hat, habe ich es einfach komplett rausgenommen. Ach, Ameisen 23 haben wir auf der Gamescom getroffen. Also er war wirklich da, hat mir auch bewiesen, dass es war. War sehr schön, war ein sehr schöner Moment, hat mich sehr gefreut. Klonter77 kommt mir so bekannt vor, du hast mal ein Hate-Video gegen mich gemacht, ich erinnere mich dort dran. Ja, ja, die Ansage, die jetzt kommt, die haben wir uns eben schon nochmal einzeln angeguckt. Ne? Klonter kommt auch bei Ihnen zu Wort? Ein paar Jahre her. Elefantenkopf. Cool. Klonter kommt auch bei Ihnen zu Wort? Nun. Also hat er, haben wir jetzt schon zwei Hate. Freunde und auch in der Jugend, drin, da wurde Klonter nicht drin. Drüber geredet, aber auch Kinder, Jugendliche dürfen aber ich über den, ganz normal ich, beim FKK der, um dabei geht, sein. Letztlich ist das für ein Kind, gerade das. Rainer, der macht doch deinen scheiß Livestream aus und geh zu Gronkh in den Twitch-Stream und schreib du ihn doch mal da rein. Damit aufwächst ja nichts ungewöhnlich. Und schick nicht deine grenzdebilen, geistig behinderten Schergen dahin. Ich es. So, also sieht man hier, was die freie Liebe angeht, brauche ich mich nicht äußern, denke ich. Kinder werden davon ferngehalten. Punkt. Also eine ganz klare Kante, sollte da was passieren. Richtig. Ich finde die klare Kante gut. Thema ist eh vom Tisch. Ich finde die klare Kante gut. Es gab aber einfach eine klare Kante zum Thema Kinder. Vier Räume mit 6 Personen ist es, glaube ich, schwierig. Das ist, Boah, Alter, ohne Scheiß, denkst du, die Kinder schlafen im gleichen Raum in der wie Ideal, Eltern? In der Idealvorstellung, so ja. Aber so dicht besiedelt ist es, glaube ich, sehr wahrscheinlich, dass es da Schnittmengen geben würde. Schlafen doch bei dir daheim, schlafen doch deine Kinder auch nicht in deinem Zimmer, oder? Dass da vielleicht mal irgendwie die Tür aufgeschmissen. Ja, Rainer, das ist aber auch nicht bei ihm daheim. Das ist bei deiner komischen Ficky-Ficky-Kommune, die du machen möchtest. Und dass es da schwierig ist mit Kindern, das hast du selber nicht gesehen, weil du ja irgendwie kinky dafür bist. Aber, ich weiß nicht, oder krank dafür bist. So, offensichtlich. Aber bei normalen Leuten, die werden sich einfach Gedanken darüber machen. Wird oder bla bla bla. Oder dass vielleicht die Wand auch nicht unbedingt sehr dicht ist und dann ne, der Schall einfach rüberkommt und so weiter. Mhm. Gibt tausend Sachen. Ja, es gibt tausend Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Genau. Ich glaube es. Ja, zum Beispiel, nenn doch mal eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, Rainer. Es ist schwierig, das, tut so weh. Das auseinander zu dividieren. Ich habe immer für einen sehr intelligenten Menschen so gehalten. Platz. Und dann bringt er solche Sprüche. Selbstverständlich, Polizei informiert die Personen, Behörden. Selbst nachdem man über mich so eine Scheiße ja, auf Lebenszeit gedacht, von der ja, Gronkh kein Fan von Kinderfickerei, jetzt Gronkh dumm. Und ausgeschlossen, das sollte sich von selbst verstehen. Ja, außerdem, also da sehen wir sozusagen, dass er... Was die Arbeiten auf dem Hof angehen, sollten die Kinder hier und damit anpacken, je nach Alter. Aber das ist doch jetzt hier quasi ein Tickety-Tockety-Stream. Jetzt mal ganz kurz off-topic. Ne? Das ist doch ein Tickety-Tockety-Stream. Hat Rainer nicht versprochen, jedes Mal, wenn er das Wort Hater in den Mund nimmt, dass er hier 10 Kniebeuge machen muss? Hat er die danach nachgeholt? Ich weiß es nicht. Möglichkeiten. Na, dann Möglichkeiten. Vielleicht ja. Einen kleinen Nike-Sweatshop einrichten oder so eventuell. Da sind die beschäftigt, da gibt es keinen auf den Sack. Und da kann man da drüber auch ein bisschen rumschängeln. Garten, man ja, Rainer, im Garten, du hast im Garten geholfen, seitdem du 4 Jahre alt bist. Erzähl doch keine Scheiße. Ja, du warst mit deinem Vater im Wald und hast Holz gehackt.
Ein richtiger Holzfäller bist du. Das, Rudi hätte ich mal richtig verdreschen sollen. Oder hätte mit dem Hammer mal ordentlich ausholen müssen. Dann würden wir uns das ganze Elend heute vielleicht nicht angucken müssen. Später, als ich älter war, im Wald, das ist eine Win-Win-Situation. Auf der Wiese, beim Heumachen. Also, Problem gelöst. Ich habe aber nicht machen müssen, ich habe aber nicht buckeln müssen für die Arbeit, sondern ich habe einfach auch nicht gebissen. Das war damit gemeint. Das war damit gemeint, dass ich in diese Tode arbeiten müssen. René, nochmal ganz kurz, was du überhaupt nicht kannst, ist Reaction, ne? Ey, das ist halt wirklich schlimm, sich sowas bei dir anzugucken. Schwachsinn. Kinder. Aber es ist das sinnvoll, dass die Kinder auch was lernen. Das war ja eine Frage, geht das überhaupt? Ja, hab ich ja auch. Das geht, ich weiß ja auch, wie man Selbstversorgung macht, schließlich behindert aufwachsen. Unseres Grundgesetzes, den möchte ich euch hier zeigen. In Absatz 2 steht, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche. Ich finde es auch sehr schön, dass Rainer sich Gedanken darüber gemacht hat, wie Kinder arbeiten sollen, aber nicht Gedanken darüber gemacht hat, wie er selbst arbeiten soll. Rechte der Eltern und die zuförderst ihnen obliegende Pflicht. Was woanders die passiert, sagen, ist egal, nicht richtig. Kinder, wenn bitte die Eltern sagen, beim Video. Ja, ich frage mich aber danke gerade. Elflin. Ich weiß halt nicht, ob das auch durchdacht war oder ob das auch wieder vom Tisch ist, das weiß ich nicht. Aber angenommen, du hast eine Kommune und das ist ja, da soll ja jeder mit jedem, ne? Also das soll ja kreuz und quer gehen. Angenommen, jemand wird schwanger, weiß man denn dann, wer der Vater ist? Naja, eine Person kann man ausschließen, den Rainer. Denn der wird nirgendwo rangelassen und der ist auch, glaube ich, nicht mehr zeugungsfähig und auch erstmal für den Akt der Positionierung einfach, ist sein Körper einfach nicht mehr ausgelegt. Ne? Ich glaube, das kriegt er nicht mehr hin. Auch was die Standfestigkeit angeht, ne, vom kleinen Maulwurf, ist ja mehr so, mehr wie so eine Spaghetti, so eine gekochte Spaghetti. Oder wie ermittelt man das denn, wenn da vorher alles kreuz und quer ging? Das sind Dankeschön, Eisweg. So weit sind wir doch gar nicht. Das ist doch, wir sind noch nicht mal bei der Gründung testen. Der Kommune. Ja, ja, da müssen Moment, man quasi bei jeder Schwangerschaft immer testen. Ja, ja, klar kann man das testen. Das ist noch lange nicht so weit, dass man da. Aber da müssen wir quasi muss bei jeder Schwangerschaft immer wieder testen. Das kann man alles machen. Nach und nach bearbeiten. Man fängt doch nicht in der Mitte vom Buch an, das Buch zu lesen. Ja, Rainer, du hast aber in der Mitte des Buches angefangen, das Buch zu schreiben. Alles, was wichtig gewesen wäre, hast du ausgelassen und das wird schon irgendwann irgendwie kommen. Und was dir wichtig war, war FKK, Ficky-Ficky machen und Kinder dabei. Das waren deine Punkte, auf die du eingegangen bist. Du hast das Buch angefangen, in der Mitte zu schreiben. Mit dem ganzen Camp. Also natürlich nicht. Oder? Oder fangt alle. Ihr, ist das da wichtig? Macht ihr ein Buch auf? Oh, ja, meine Idee war, sind dann alle Teile der Kommune geht. Die Eltern? Oder, ne, weil es ist ja sehr kommunal gehalten. Oder gibt es da noch sowas wie, Mutter und Vater? Genau, das meine ich ja. Oder Mutter und Vater. Vater, ist egal. Fangen alle auf. Also gibt es da noch sowas wie klassische Eltern? Oder sind dann ja, Rainer, das hast aber du verschuldet, weil du auch in der Mitte, wie gesagt, angefangen hast, das Buch zu schreiben. Quasi alle Eltern. Ja, Blätter, da lachst du. Da kann ich nicht mehr lachen. Sind alle die Väter. Oh, 24 Eltern. Das Thema Kinder ist komplett vom Tisch, aber ich hatte verschiedene Ideen zum Thema Kinder. Aber das Thema ist ja, Rainer, du hattest auch in den letzten Jahren sehr viele verschiedene Ideen zum Thema Kinder. Deswegen ist das Ganze ja so problematisch. Ist ja jetzt eh erledigt, von daher. Schau mal, du bist Kind, kommst aus der Schule. Hast du eine Hausaufgabe gemacht? 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 Oh, wir voll auf den Sack gehen. Weiß ich nicht. Wenn es nicht um Rainer gehen würde, wie Rainer das alles abfeiern würde, weil Rainer ein richtiger Fanboy von Onkel Gronkh ist. Der hätte jeden Satz hätte der abgefeiert und sich kaputt gelacht darüber, wenn es nicht um ihn gehen würde. Räum mein Zimmer auf. Oh. Gut, ist es eben nackig rumzulaufen. Dann können die Eltern das auch so entscheiden. Sie dürfen natürlich nicht dem Kindeswohl schaden, denn über die Betätigung der Eltern wacht die staatliche Gemeinschaft. Wenn die Eltern es also übertreiben und möglicherweise doch gerade bei sexuellen Handlungen kommt, naja, dann würde der Staat auch hier eingreifen, aber danach sieht es ja gerade eben nicht aus und der Drache hat in seinem Manifest geschrieben, nee. Also, hier werden wir darauf achten, dass es nicht zu Sex kommt vor den Kindern. Dann gibt es noch etwas, was mich bewegt hat, nämlich die Frage, wie sieht es mit Schule aus? Die Kinder müssen ja auch irgendwie in die Schule gehen. Wie gesagt, das Thema ist halt nicht vom Tisch. Du hast noch mal einen ganz großen Post dazu gemacht, wo du das wieder miteinander in Verbindung bringst.
Er weiß, dass der Drache jetzt nicht unbedingt ein Fan des Schulsystems ist. Er erkennt aber an, dass Schule durchaus wichtig ist für die Kinder, ja, insbesondere wenn sie eines Tages mal die Kommune verlassen wollen. So einfach ist es natürlich Stefan, nicht. Die Kommune kann jetzt die Kinder nicht selbst unterrichten. Wir schauen mal einen Blick in § 53 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen. Da heißt es, Kinder, die bis einschließlich 30. September 6 Jahre alt werden, werden am 1. August desselben Jahres schulpflichtig. Das heißt, die müssen in die Schule. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, weil man sein Kind privat betreuen und unterrichten kann, weil es lange krank ist oder wenn der Weg zur Schule zu lang ist. Das ist sicherlich jetzt hier für so eine Kommune nicht der Fall. Es besteht also eine Schulpflicht auch außerhalb der Kommune. Auf Twitch. Und auch das wollte ich natürlich und über dieses wissen. Thema von der Kommune spricht. Wie sieht denn aus mit der Schulpflicht? Hast du dir darüber Gedanken gemacht, wenn die Kinder in die Schule sollen? Weil er redet mal wieder über mich. Er hat auch schon Ofenkäse vorgelesen. Er hat auch schon was von... So, also der Plan sieht erst einmal... Er hat nur Leute, die in seinen Chat geschrieben haben, begrüßt, Rainer. Und du hast nicht in seinen Chat geschrieben. Überhaupt keine Kinder vor. Also die Antwort hat mich jetzt persönlich überrascht, weil es etwas gegen das Manifest ist. Also der Plan sieht keine Kinder vor. Innerhalb der Kommune braucht man jetzt erst einmal Menschen, also Erwachsene im Idealfall. Also Menschen, keine Kinder? Die auch bereit sind, durchaus körperlich etwas zu arbeiten. Weil denn, klar, körperlich arbeiten können Kinder soweit nicht. Auf dem Feld muss Acker, Fluggeschirr erschaltet werden und so weiter. In der Kommune braucht man ja Menschen dafür. Wenn Kinder in die Kommune kommen, dann können die natürlich auch ganz normal... In der Kommune braucht man ja Menschen dafür. Warte mal, okay. Ja, Menschen, also Erwachsene, weil damit man kann sich ja mal versprechen, Alter, ohne Scheiß. Die Entscheidung der Eltern. Ja, Rainer, wenn nicht, wenn du eine Audio schickst. Wenn du eine Audio schickst, kannst du die auch gerne nochmal von vorne anfangen, wenn du dich versprochen hast. Ist es nicht ganz... Ob sie gehen oder nicht, sie müssen, wenn sie. Ja, sie müssen. Die Entscheidung war auf die Eltern bezogen. Es steht alles in meinem Blog. Lies einfach den Blog. Da steht alles drin. Lies meinen Blog, lies meinen Blog, lies meinen Blog. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kriege das Kotzen. Das Video auch kommentiert. Aha, also hinten raus hat er gesagt, geht eh nicht. Klar, hat er vollkommen recht. Aber ist ja wahrscheinlich auch nicht in Deutschland. Also ist das mit der Schulpflicht, abgesehen davon, dass das Thema eh hinfällig ist. Huch. Regenbogenscharf, Dankeschön. Vielen Dank. Regenbogenscharf ist jetzt ein Follower geworden. Kinder sind eh vom Tisch. Abonniert. Das Thema ist also inaktuell. Aber deutsche Schulpflicht greift natürlich nicht da, wo es immer schön warm ist. Gronk schießt gerade so einen fetten Bock. Sondern wahrscheinlich irgendwo. Nee, den fetten Bock hast du schon lange geschossen. Gronk reagiert bloß drauf. So wie wir alle. So. Na gut. Na gut, Klonter, na gut. Das habe ich nicht gewusst. Das war mein Irrglaube all die Jahre. Jetzt redet er wieder über Klonter. Okay. Hast du schon geschaut? Jetzt redet er wieder über Klonter. Ach, Rainer, halt doch einfach die Fresse. Du hörst überhaupt zu, was er da sagt? Sondern dieser geleakt wurde. Ich nur weil er irgendeinen Namen erwähnt? Ich habe vorhin geguckt. Ich glaube, er ist noch da, der dieser. Der ist, da ist noch alles vorhanden. Kann man nicht einfach so entscheiden. Also, wenn erstmal Kinder eher nicht, sagt er. Wir wollen erstmal Aufbauarbeit leisten. Wenn Kinder dann kommen... Können die Eltern entscheiden, aber nachher doch so ein bisschen Rolle rückwärts. Nee, nicht ganz die Eltern, kann man ja wahrscheinlich gar nicht entscheiden. Und da hast du natürlich recht, Rainer, können die Eltern so nicht entscheiden. Jetzt allerdings wäre ich ja nicht hier, Sherlock Solmecke, wenn ich nicht noch tiefer in die Recherche gehen würde. Oha, und das Thema Kinder mich jetzt so verwirrt hat, dass ich nochmal ins Manifest gegangen bin. Super und geschaut habe, gibt es da vielleicht ein Update? Ja, und zwar gibt es... Ja, Rainer, keine Klicks im Oger. Nach wie vor. Es ist ein Update, da gibt es hier täglich Updates und dieses Update ist vom 9. Ja, Januar und da sagt der Drache zum Thema Kinder, ursprünglich wollte ich eine Kommune, in der jeder und damit auch jeder gemeint, ja, frei leben kann und darf. Da unsere Gesellschaft aber so krank ist, dass sie nur abartige Arten im Kopf hat, will ich meinen Plan nun ändern. Mitten, das Gronk sich jetzt auch über die Drachenchronik informiert. Aber die Gesellschaft ist so krank, dass sie abartige Arten... Ja, Rainer, ist doch scheißegal, es wird doch 1:1 wiedergespiegelt, was du hochlädst. Meine Güte, rall's doch endlich mal. Da wird auch nichts dran verändert. Die Drachenchronik, das Schöne an der Sache ist, dass die ganze Drachenchronik jetzt alles gibt ohne Ende Posts kriegt, weil hier mit 27.000 Leute das anschauen. Nee, die kriegt Views, keine Posts. Und 27.000 Leute die falsche Webseite anschauen. Ich finde das eine absolut berechtigte Sorge. Nicht, das ist ja nicht, dass das gewollt passiert oder dass man einfach, so, du guckst da jetzt hin wie die Vögel. Das, ne, so ja nun nicht, sondern es... Wie gesagt, auf dem Raum ist es sehr wahrscheinlich, dass es da zu Crossovern kommt. Ja. Es
Ja, aber das du kannst es wahrscheinlich nicht verhindern. Es kriegen Kinder immer die falschen Props. Kinder spielen, immer die Hater, die ganze Information und die ganzen finde ich jetzt nicht, Leuten, dass die Gesellschaft krank ist, sondern dass die Gesellschaft sich einfach Überlegungen anstellt. Und ja, die Hater kriegen die Props, Rainer. Warum kriegen die Hater die Props? Weil die dagegen vorgehen. Weil du diese Scheiße ins Netz rotzt und wir dagegen vorgehen. Deswegen kriegen die Hater die Props und nicht du. Keiner wird dir sagen, Rainer ist eine geile Idee, weil es eine Scheißidee ist, weil es eine richtig beschissene Scheißidee ist. Merkst du es nicht, dass die Leute von dem Scheiß, was du machst, kein Fan davon sind? Dass sie sich deswegen lieber Hater-Kanäle angucken? Weil man sich die Pisse, die du alleine ins Netz rotzt, nicht unkommentiert geben kann. Dass man dich einfach nicht dabei unterstützen möchte. Ja, natürlich ist das kein einfaches Thema und ein bisschen unangenehm. Und wenn es nur ein Klick ist, den möchte dir keiner geben. Natürlich alles zu durchdenken und auch, ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man sehr optimistisch an was rangeht und dann kommen Leute und wollen dir sagen, ja, aber hast du daran gedacht? Ja, aber hast du daran gedacht? Klar, das nervt immer, aber das Thema ist leider wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig. Und ich glaube auch, ne, auch wenn ich hier sitze und sage, mit dem Finanziellen musst du dir Gedanken machen, bla bla bla, das sah ich ja nicht, weil ich hier irgendwie Hass schüren will oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, das muss ja alles gut durchdacht sein, damit es auf soliden Füßen steht. Ja, das steht. Muss durchdacht sein und das ist alles weil in der Arbeit. Weil das Thema zu groß ist, als dass es einfach irgendwie so läuft und es wird schon werden. Es wird halt hingestellt, als wäre es schon alles in trockenen Tüchern und das ist es einfach nicht. Dann ist zu spät. Ich weiß nicht, ob ich das noch sagen soll. Es ist nicht in trockenen Tüchern. Und das will ja auch niemand. Genau. Irgendwann ist dann zu spät. Also nicht mehr So, und bevor es zu spät ist, man sollte vorher handeln. So, bevor es zu spät ist. Und dann, wie ich es bereits sagte, wir werden es zu verhindern wissen. Und das aus gutem Grund. Wir werden einschreiten, bevor es zu irgendwas kommt. Bevor Menschen für ihr Leben lang geschädigt sind. Wir werden vorher einschreiten. Jeder kommt rein in seine Community. Ursprüngliche Plan war alle, inklusive Kinder, jetzt. Kinder sind in der Kommune nicht erwünscht. Das bedeutet, dass die Kommune nur für Personen ab 18 Jahren und älter ist. Das ist schade und wird schwierig. Und wird es schwierig machen, eine generationenübergreifende Kommune zu sein. Ja, klar, die stirbt irgendwann aus, die Kommune, wenn keine Kinder mehr reinkommen. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Mit anderen Worten, Personen, die Kinder haben oder einen Kinderwunsch haben, können sich nicht für die Kommune bewerben. Jetzt weiß ich glaube, du brauchst einfach mehr Privatsphäre für die Leute. Du brauchst einfach für die Leute mehr Privatsphäre. Also wenn du so eine Kommune gründest, jetzt unabhängig davon, ob das bitte den Originalblock ist oder was auch immer, du brauchst in dem Fall mehr Privatsphäre. Rainer, wenn du nichts Vernünftiges zu sagen hast, dann laber nicht dazwischen. Es wäre, wenn Leute halt Eltern werden. Und in deinem Originalblock steht es doch nicht anders drinne. Dann brauchst du einen geregelten Umgang, zumindest entweder Privatsphäre für die Leute oder du machst einen Kindergarten oder so, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, was da gesetzlich erlaubt ist oder wie man das am besten regelt. Ich meine, wer jetzt irgendwie dieses Video hier zum allerersten Mal sieht, also oder mein Kanal zum allerersten Mal sieht und vielleicht das auch erste Mal von Rainer hört, weil ich wahrscheinlich irgendwie Gronkh im Titel haben werde. Für die Leute, die neu da sind, von den Leuten, die schon lange hier sind, weiß ich es ja. Für die Leute, die neu da sind. Wundert ihr euch, warum dieser Mensch hier rechts, ne? Der rechts am rechten, also nicht ich, sondern der andere hier, ne? Der mit der komischen Ananasfrisur. Wundert ihr euch, warum der so gehasst wird? Oder habt ihr es mittlerweile verstanden, warum er so sehr gehasst wird? Selber keine Gedanken darüber gemacht, muss ich zugeben. Aber du brauchst auf jeden Fall, du musst da auf jeden Fall überall Planung und Überlegung investieren. Du kannst nicht einfach hoffen, dass es irgendwie funktioniert und dann mal gucken. Weiß mal, wie man reinkommt, man muss sich bewerben. Für meinen Teil habe ich schon vor Jahren damit abgefunden, keine eigenen Kinder zu haben, auch wenn es mir schwer fiel. Daher betrifft es auch mich. Also, nochmal für alle, Thema Kinder, es wird keine Kinder in der Kommune geben. Boah, das ist natürlich jetzt Mindchange sondergleichen. Also, Rolle rückwärts vom Drachen, doch keine Kinder in der Kommune. Vielleicht liegt es einfach daran, dass mit dieser Nacktheit auch Straftaten geschehen könnten. Das ist nicht so ganz klar, warum jetzt da die Rolle rückwärts ist. Weil es alles komplizierter wird mit Kindern, hat er jetzt sich entschieden, Rolle rückwärts. Wir haben auch die ganze Schulthematik nicht, nichts davon. Keine Kinder in der Drachen-Community. Das war einfach eine andere Entscheidung. Was am Ende? Nein, es war gerudert, Rainer. Es war gerudert, aber richtig. So richtig Kevin Wolter-like.
Ende aber auch ein bisschen sicherer ist, weil du weißt nicht, wenn du dir 23 Leute in die Kommune holst, du kannst den Leuten halt nicht hinter den Kopf gucken. Ja, immer auf 23 Leute. Du weißt nicht, wer sich da bewirbt. Weil du die ganze Zeit 24 Leute sagst. Und 24 minus dich quasi sind 23 Leute. Rainer, das hast du doch selber hervorgerufen. Ja, wenn da einer... Und wenn es 10 Leute sind, dann endet das doch nichts. Irgendwie Wind davon kriegt, oh, nackt, und da sind auch Kinder drin. Ja, und dann kommt der Mann mit dem schmierigen Seitenscheitel und den wenigen Haaren auf dem Kopf, der aber immer gerne oft vor der Schule rumhängt, einfach nur, weil es ein schöner Spot ist. Und sagt, komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Ein bisschen Sightseeing zu betreiben. Ja, das meine ich mit Öl ins Feuer gießen. Nee, Rainer, jeder, der das zum ersten Mal hört, denkt genau darüber nach. Außer du, der sich angeblich da schon 10 Jahre mit beschäftigt hat. Dir kommt es nicht in den Sinn. Du weißt nicht, wer die Leute sind. Oder die Frau. Ja. Grunk, es gibt schon extrem viele FKK-Strände, FKK-Clubs. Du weißt nicht, wer sie da bewirbt. Du kannst den Leuten nicht hinters Gesicht gucken. Das ist oft so. Nur so als Info mal für alle. Raus hier ab 18. Immer auf das Thema rumgehackt. Paddy aus Mickey Maus ist ein Machtwort gesprochen worden. Und ein weiterer Aufreger um die Kommune ist dann noch der Name. Kommune der Freiheit soll er lauten. Kürzel wäre dann wohl KDF. Ja, was? Wusste ich übrigens null davon, weil ich mich dem mit dem rechtsradikalen Scheißdruck nicht auseinandersetze. KDF, eine Massenorganisation. Ja, Rainer, einmal gegoogelt hätte gereicht, ne? Und als du dann das 100. Mal darauf hingewiesen wurdest, hast du es immer noch nicht gegoogelt. Du weißt ja immer noch nicht, was KDF bedeutet. Der NS-Zeit, nämlich Kraft durch Freude, eine schwierig. Unterorganisation der deutschen Arbeitsfront. Und insofern kannte ich überhaupt nicht. Ja, René, deswegen informiert man sich vorher, bevor man was ins Weltnetz rotzt. KDF, Kommune der Freiheit, eingetragen wird, beispielsweise beim Vereinsregister als Name, wenn das doch einer Nazi-Organisation entspricht. Aber das muss ich sagen, überschreiten die Hater nun wirklich das Ziel. Die haben überall ihren Finger in der Tür. Huch, du hast wohl nicht alle Latten an der Waffel. Nee, nicht alle Waffeln an der Latte. Ziel. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass der Drache sich irgendwie mit Nazi-Gedanken gut identifizieren würde. Wie gesagt, das ist halt einfach unglücklich, das wie bei Körperkommune Köln und dann hast du KKK. Das ist halt einfach unglücklich. Ist unglücklich. Aber Leute werden sich das auf jeden Fall. Ja, Rainer, aber geändert hast du es trotzdem bis jetzt nicht. Leute werden sich das auf jeden Fall herauspicken, um darauf herumzureiten. Wieder und wieder. 100 Pro. Klar. Haben sie schon. Nein, mit nichten. Hier geht es um ein Offenheit, wie sie offen sein könnte. Muss ich sagen, gut, dass für mich das nochmal klar wird. Ich sagte, dass es nicht um sowas wie Rechtsradikalismus geht. Man sieht, weil ist es freie Liebe. Natürlich ist es das nicht, Rainer. Aber es war halt sehr witzig. Es war sehr witzig, dass du wieder genau da reingegriffen hast. Und da muss man sagen, das ist den Nazis so fremd, wie es nur fremd sein könnte. Nee, das ist never extra so gemacht. Nein, never ist es extra so gemacht. Die Bedenken gehen weniger in Richtung FKK, sondern um die Vorstellung, 24 Leute in 4 Zimmern zu quetschen und alle freie Liebe zu praktizieren. Ja, haben wir auch schon gesagt. Das ist, es muss doch keiner von euch mitmachen, wenn das oder Bedenken gesagt, sind. Außerdem steht Platz das zum Thema. Es ist zu wenig Platz für die Leute und du hast halt ständig, wenn da irgendwo immer gerammelt wird. Rainer ist am Verzweifeln, ne? Ach, der Gronkh, der hört ihn nicht. Ach, das ist ja schade. So, den 4 Zimmer zu quetschen. Ist am Anfang vielleicht noch lustig. Aber irgendwann hast du halt alle schon 10-mal gebumst und dann willst du auch gerne mal schlafen. Richtig, irgendwann hast du alle durchgefickt. Irgendwann hat sich jeder ausgefickt. Und was machen wir denn? Kartoffeln anpflanzen. Schlafen irgendwann. Ja, da willst du mal Feierabend machen. Es einfach. Geht immer nur ums Vögeln. Also, ja, Rainer, geht's bei dir ja auch. Ist doch gar nicht. Gut, verfolgt der hier. Dann machen wir uns nichts vor. Wir saufen alle gerne, wir rauchen alle gerne, wir ficken alle gerne. Aber keiner von uns muss das so zu seinem Hauptthema machen wie du. Nun gar nicht, das ist das Gegenteil. Das ist doch nicht das Thema, um das es geht. Was hier geplant ist seitens Rainer Winkler. Und er beschäftigt sich, so hat es selber gesagt, schon viele Jahre mit der Thematik. Er muss es wissen. Wenn man jetzt natürlich die Kommune gründen würde, bei der man dann Nazi-Gedankengut lebt, dann kann man darüber nachdenken, ob Kommune der Freiheit zu nah an KDF dran ist und dann Kraft durch Freude irgendwie. Der Name der Kommune ist noch nicht fest. Den Gedanken ist nur eine Idee mal bisher. Echt ad acta legen. Fazit, überlegt, mein Fazit, einfach, ja, offene Kommune, KSKF zu nennen oder sowas. KSKF? Hinsicht der Kinder geben können.
Der Drache ist in juristischen Dingen offenbar jetzt auch kein Unerfahrener mehr. Hat sich gedacht, alles klar, wir streichen die Kinder aus dem Plan. Wir beginnen. KSF. Kinder Sex Fanatiker? Keine Ahnung. Mit 18-Jährigen, die auch die Ärmel hochkrempeln. Schreibt mir mal in die Kommentare, was KSF heißt. Können, um ein bisschen was schaffen können. Und deswegen kann ich jetzt hier juristisch einfach nur ein Go geben für den Plan. Der kann die Tat umgesetzt werden. Wir werden das juristisch anbieten. Ach, Kommune Ding. Genau, ey, das wäre doch der beste Name. Kommune Ding. Soll Mecke geprüft. Begleiten, wer da mit uns dabei sein will. Abonniert gerne. Gibt es dann so 100% Soll Mecke geprüft, was man da irgendwie so drauf machen kann auf die Webseite oder so? Keine Ahnung, wir gucken uns das ganz genau an, wenn der Plan in die Tat umgesetzt wird. Und möchte ich euch doch mal bitten, was sagt ihr zur Kommune Ding? Dullis in Nackedei Gemeinde. Kommune des Drachenlords. Würdet ihr beitreten? Oder doch lieber einen Job bei WBS annehmen? Unten der Link. Ich will beides. Nein, ich bin ehrlich, Kommunenleben ist halt überhaupt nicht meins. Ich finde das Thema immer noch sehr spannend, habe ich schon erwähnt. Aber generell das Thema Kommunen. Ich halte das Thema für überambitioniert. Ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich glaube, selbst wenn vor 12 Jahren der Lord gesagt, du so eine Kommune eröffnen würde, ich versuche das jetzt ganz objektiv irgendwie zu werten, ich glaube, ich würde mit kleinen... Ja, Rainer, und kannst du davon leben oder musst du jeden Tag hart betteln dafür? Kannst du davon leben? Ist es ein Leben oder ist es ein vor sich hin vegetieren? Rainer, und ja, du hast ja auch prinzipiell keine Zuschauer. Wir haben ja die Zuschauer. Du hast einfach ein paar Verwirrte und ein paar, die Mitleid haben, die dir ein bisschen Geld in die Kasse schmeißen. Rainer, du hast dieses ganze Internet-Ding, dieses ganze Influencer-Ding, hast du so richtig hart vor die Wand gefahren. Du bist da nicht erfolgreich drin. Auch wenn du damit ein bisschen Geld verdienst oder Geld bekommst, bist du damit nicht erfolgreich. Niemand kann dich leiden. Niemand mag dich. Das Einzige, was du quasi hast, ist, dass du deine Aufmerksamkeit dadurch bekommst, dass Leute dich so sehr hassen. Brötchen anfangen und dann versuchen auszubauen. Es ist ein Wahnsinnsunterfangen und ich glaube, da übernimmt es, da würde sich jeder übernehmen, ja, einfach zu sagen, wir machen jetzt 24 Leute, wir haben jetzt ein Gemeinschaftskonto, alle haben gleiche Stimmrecht, wir müssen mal gucken, wo kriegen wir ein Grundstück her, wo können wir Sachen anbauen, was bauen wir an, was zu welcher Jahreszeit, wo. René, hast du 800 Zuschauer gestern in deinem Stream gehabt? Das freut mich übrigens, denn ich hatte 1000 Zuschauer. Wo ist das Ganze überhaupt? Was wird das alles kosten? Wie gesagt, da fehlen noch die ganzen Aufstellungen. Fehlen noch, vielleicht gibt es die auch. Und ich weiß nicht, ob ich das gerade auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe Grund, jetzt nochmal die Chance. Ich glaube, dass es zu überambitioniert für den Staat. Auch privat. Mann, Rainer, Gronkh hat überhaupt gar keinen Bock, mit dir zu reden. Merkst du das nicht? Das wäre meine 2:2 objektive Bewertung. Ich muss das nicht im Internet haben. Ich muss Schlammschlacht nicht im Internet ausführen, so wie du es jetzt offensichtlich magst. Aber ohne Shit, Scheiß. Genau, ich denke auch, er sollte erstmal mit 2 bis 3 Gleichgesinnten auch zusammentun, das austesten. Später können wir nochmal dazu stoßen. Ja, genau, das ist einfach, dass es organisch wächst. So quasi. Ist es geplant, das Vernünftigste. Nicht. Nee. Es ist erstmal so geplant, dass jeder 100 € bezahlen muss und dass dann die bevorzugt in deine Kommune kommen. Und außerdem muss ja jeder erstmal irgendwie so viel Kohle mitbringen, damit du dir ein schönes Leben machen kannst und alle um dich rum das aufbauen. Nicht sofort alles so bam, sondern einfach organisch wachsen lassen. Wenn es funktioniert, cool. Es wird wahrscheinlich immer ein Kommen und Gehen sein, weil wahrscheinlich werden nicht alle bis zum Lebensende drinbleiben. Wahrscheinlich wird es auch Reibereien geben, weil das ist immer so, wenn Menschen auf sehr engem Raum immer alles, vor allem du bist ja auch 24/7, hockst du aufeinander in dieser Kommune. Weißt du, was ich meine? Die Leute, die zum Arbeiten gehen, klar, die sind raus. Das können manche mit ihrem Partner schon nicht. Dann macht das mal mit 24 anderen Leuten. Die 2 oder 3. Aber alle anderen sind ja 24/7 dort. Was mit passiert? Reibereien meine ich nicht das. Mit Reibereien meine ich einfach, dass Leute Grund aneinander geraten. Also nicht innern, sondern über meine Idee mit der Kommune. Idee. Es wird wahrscheinlich ein bisschen. Weil ich immer wieder zu. Es ist eine es Idee. Ein es ist kein Manifest. Es ist noch nichts fest. Natürlich ist das ein. Mann, Leute, hört doch auf jetzt. Manche Leute werden gehen, manche Leute werden kommen. Hört auf jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Es wird Fluktuation geben. So. Und
deswegen würde ich, glaube ich, erstmal klein anfangen und dann gucken, dass man das nach und nach ausbaut. Und dann wird sich wahrscheinlich irgendwann ein Kern finden. Und dann werden wahrscheinlich, ne, so außenrum und bla. Und der Kern wird wahrscheinlich auch eher die Regeln machen oder eher über alles entscheiden. Einer wird wahrscheinlich so quasi der COO sein, der das Ganze ein bisschen am Laufen hält und sich auch ein bisschen kümmert und so. Ein CFO müsste es theoretisch auch geben, also jemand, der sich um die Finanzen kümmert, sowas. Ja, Rainer wird der Schatzmeister sein. Also, wenn man das Ganze so ein bisschen so aufzieht. Rainer wird der Bürgermeister sein und der Schatzmeister. Was glaubst du denn? Ziehen würde, ich glaube, dann hätte es ein solideres Fundament, als wenn man einfach sagen würde, alles klar, wir packen jetzt 24 Leute in ein Big Brother Haus, alle sind nackt und ficken. Und dann bauen wir noch ein bisschen Raps an. Auf das sehr schön, ich hätte es nicht besser formulieren können. Alle sind nackt und ficken und dann bauen wir noch ein bisschen Raps an. Bezogen. Es wird ja, immer also nur auf dieses eine Thema rumgehackt. Die Idee an sich finde ich gar nicht so scheiße. Aber in der Praxis würde ich es, glaube ich, noch ein bisschen mehr durchdenken. Ja. Glaube ich. So, Sprite, jetzt haben wir es aber. Herz beiseite. Schreibt es unten in die Comments, was ihr davon haltet. Also, genau, macht das. Vielleicht wäre die Kommune ja auch was für ApoRed, denn der Allerechte, der hat ja kein Geld, aber macht ja nichts in so einer Kommune. Da kann man auch beitreten, wenn man kein Geld hat, denn das Geld wird ja zusammengeschmissen. Moment, der macht aber nicht Millionen, der macht Milliarden und er hat mehrere Grundstücke. Ja, der in Hamburg hat er ja Häuser gekauft. Genau, das wäre gut für die Kommune. Millionen oder Milliarden. So ein Wohnhaus zum Beispiel und jeder belegt eine Wohnung. Das wäre halt. Rainer redet von ApoRed und nicht von dir. Menschen wie du dafür sorgen, dass die Hater... Also wenn man in aller Echtheit... Weil Menschen wie du dafür sorgen, dass... Ach, komm schon, Rainer. Du hättest doch selber dafür sorgen können, dass du erfolgreich wirst. Aber du hast halt bei jeder Entscheidung reingeschissen. Das ist das Ding. Ja, ich bekomme wieder mit Tausende und Abertausende von Euro verdienen. Aktiv, schön wär's. Ich würde gerne Tausende und Abertausende von Euros verdienen mit meinem Internetquatsch hier. Rainer, das stellst du dir aber alles mehr ein bisschen schöner vor, als es eigentlich ist. Ich gehört, das und wäre ich stehe quasi auf, ich sitze genau auf der Strecke. Ich schlafe im Winter bei glaube, minus 5 Grad draußen ehrlich, im Wald. Ich sehe Bullshit, du hast jede Nacht hast du im Hotel gepennt. Erzähl mir nichts. Du bist der Obdachlose, der jede Nacht im Hotel geschlafen hat. Weil ich wegen den Hatern alles verloren habe. Von allen. Nein, du hast alles verkauft und das Geld verprasst. Das ist das Ding. Weil mir keiner unter die Arme greift oder mir hilft. Stattdessen lieber mir noch einmal ans Nachtritt. Deswegen. René, warum soll dir denn jemand helfen? Du ballerst deine Kohle raus für nichts und wieder nichts und für wirklich totalen Blödsinn und dann sagst du, oh, ich habe kein Geld mehr, Leute müssen mir helfen. Seit wann ist der Solmecker so böse geworden? Hier ist Solmecker ein richtiger Hater. Oh, schöner Burn. Ich weiß, dass er ApoRed meint. An Herrn Roth. Ich weiß, dass er ApoRed meint, dass der Millionen im Jahr verdient. Wir leben, aber ich würde auch mehrere hunderttausend Euro im Monat verdienen. Ach, würdest du gar nicht. Rainer, selbst wenn es keinen Hater mehr gibt, dann glaubst du doch nicht, dass du 100.000 Euro im Monat verdienst. Wo lebst du denn? In welcher Fantasiewelt lebst du denn? Ich glaube, wir leben alle wirklich in so einer Art Marvel-Multiversum. Ich kann es mir alles nicht mehr erklären. Ist euch das klar, was normalerweise Leute in der Größenordnung, in der ich mich... Rainer, mit deinen scheiß 300 Zuschauern verdienst du gar nichts. Da kannst du froh sein, wenn du auf YouTube auf die Watchtime kommst. Ganz ehrlich, ich würde bei dem Thema gerne dranbleiben. Damit du überhaupt mal was monetarisieren könntest. Wisst ihr, was die normalerweise verdienen? Würde ihr, mal gucken, ob wir irgendwann Updates kriegen oder will so. Vielleicht von der Solmecke oder vielleicht. Ja, ich möchte nur mal anmerken, dass du da den meisten Abos gekauft hast. Nicht von anderswo. Ich habe so viel Reichweite, dass ich normalerweise mehrere Sponsorenaufträge haben müsste. Ich habe so viel Reichweite, dass ich eigentlich mit mehreren anderen Streamern regelmäßig streamen könnte. Okay, du bist aber so ein großes Arschloch, dass keiner mit dir streamen möchte. Mach jetzt mal einen Aufruf. Mache ich alles. Würdet ihr denn in diese Kommune, Moment. Würdet ihr denn in eine Kommune gehen wollen? Ja oder nein? Sex oder FKK oder was wäre die Voraussetzung? Finde ich gerade mal ganz spannend auf YouTube. Ja, gerne in die Kommentare schreiben oder hier in den Chat. Ich sehe gerade schon sehr viele Neins. Nein. Gut, nein. Das. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass da mehr Infos mit bei sind. Vielleicht warum nicht? So, das wäre noch ganz spannend. So, ich finde es. Ich fand das Thema früher, vor allem Thema Selbstversorgung, finde ich immer ganz spannend. Nicht, weil ich es machen will. Eine Person schreibt ja von hunderten oder tausenden von meins. Interessant. Ja, aber. Ja, Rainer, merkst du was? Ich kann ja auch nicht 24/7 Gurken essen. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube, ne? Tut mir leid, dass es nicht verdient. Nicht vergessen, WBS abonnieren. Da fehlen nur noch 4000 Abonnenten, glaube ich. Oder 3, ich weiß nicht genau. Aber ihr habt sowieso alle schon. Ich vermute mal, alle, die hier gucken, die haben wahrscheinlich eh schon abonniert. Ne? Und ansonsten Like und Glöckchen da lassen. Was du so empfindest, aber auf der anderen Seite kann ich davon halt auch nichts. Ich kann damit halt auch nichts haben. Richtig. Du kannst mir gerne sagen, dass ich dir leid tue, dass ich das nicht verdient habe, aber wenn mir kein Geld gibt, ist es mir das egal. Davon kann ich mir auch nichts kaufen.
So, warte. Ich gehe mal wieder rüber. Ich schicke euch meinen Link raus gerade. Junge. Kann ich mir halt leider auch nichts kaufen. Was für ein heißes Eisen. Ich glaube, ja, heißes Eisen. Ich kann mir vorstellen, das Thema wird generell noch ein paar Wellen schlagen. Ja. Ich hoffe nur, Video endlich vorbei. Was? Leute, ich geh mal 5 Minuten. Ich hoffe nur, die Wellen kommen jetzt nicht in meine Richtung, weil ich einen Projekt da drauf gemacht habe. Aber ja, das Thema. Eine Pause rein. Ich wollte euch das gerade auf Twitter schreiben. Was ist denn mit mir los? Genau, Rainer geht jetzt mal kackduschen. Wir hören Gronkh hier noch zu Ende. Ja, da ist Rainer, der Stift malt schon, ne? Die Schildkröte guckt schon raus. Da ist ihm das Scheißen gekommen. Bei diesem Video. Ich bin hochkonzentriert gerade, warte. Wo ist mein Dashboard? Da. Warte. Ich habe aber versucht, und das möchte ich mal ganz kurz sagen, hier ist ganz kurz die Video-URL, guck mal hier. Ich habe wirklich versucht, jetzt objektiv, die Wellen sind schon hier gewesen. Ja, habe ich ein bisschen gesehen. Liebe Mods, es tut mir leid. Ja. Da kommen wir jetzt zur Ansage, quasi, von Rainer. So, hallo mein lieber Gronkh. An dieser Stelle möchte ich dir mitteilen, dass ich in meinem Livestream... Rainer, vielleicht wäre es ein bisschen seriöser gewesen, wenn du einfach mal deine Haare vorher irgendwie in Stellung gebracht hättest. Ne? Wenn du aussiehst wie die letzte Trümmerlotte, ne? Dann kann dich doch echt schon keiner ernst nehmen. Selbst von Rainer, Quatsch, wenn hier Erich, ne? Den Gronkh sein Erich, wenn der jetzt auf dieses Video reagieren würde, der würde sich kaputt lachen darüber, wie du aussiehst. Stream schon darüber gesprochen habe. Ich möchte dir mitteilen, dass ich es absolut nicht geil finde, dass ich, obwohl ich wiederholt darum gebeten hatte, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, dass aufgehört wird, über mich zu reden. Wenn dann unbedingt geredet werden muss, dann bitte erstmal mit mir, so wie es der Herr Solmecke dann letzten Endes auch jetzt endlich gemacht hat. Letzten Endes! Anstatt immer über mich zu reden. Es wäre also wirklich schön, wenn du dich auch bitte daran halten möchtest, so wie alle anderen das hoffentlich auch in Zukunft tun. Nö, ich werde weiter über dich reden. Und mich über dich lustig machen. Was ich sehr uncool fand in deinem Livestream, ich habe ihn parallel angeschaut in meinem Live, bin dann auch etwas angepisst gewesen, weil zum Beispiel unter anderem Leute wie Ofenkäse und Klonder zu Wort gekommen sind, welche beide extreme Haters sind. Die sind nicht zu Wort gekommen, die sind einfach nur im Chat gewesen. Gegen Klonder und Ofenkäse sogar beiden ein Verfahren im Moment anläuft. Wo holst denn die Info schon wieder her? Gerade speziell gegen den guten Herrn Klonder. Und es wäre schon schön, wenn du aufhören würdest, auch noch Öl ins Feuer zu gießen. Es war völlig unnötig, über dieses Thema Kommune zu sprechen. Und wenn du schon darüber sprichst, wäre es schön gewesen, wenn du dich im Vorfeld etwas mehr informiert hättest. Denn viele Sachen, die du erzählt hast, von wegen Sexkommune und so weiter, ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Doch, ist von vornherein der Fall gewesen. Es geht dabei nicht um eine Sexkommune, sondern es geht um eine freie Liebekommune. Das ist ein Unterschied und zwar ein ganz gewaltiger. Wenn man sich meinen Blog durchschaut und anschaut, wäre das auch gut, wenn man da mal richtig dran... Oh, ich merke gerade, er ist wahrscheinlich jetzt viel zu laut, ne? Er ist jetzt viel zu laut. Es tut mir leid. Ich drehe ihn mal runter. Es tut mir wirklich leid, Leute, die jetzt quasi, denen die Ohren geplatzt sind. ...darüber informiert ist. Und bitte auch den Originalblog, den man in meiner Chronik hier findet auf TikTok... Oder in meinem Linktree im Allgemeinen und nicht auf diese hässlichen Drachenchronik, was von den Hatern ist, auf der auch der Herr Solmecke war, den ich auch mittlerweile darüber informiert habe, dass es eine Haterseite ist. Und der dann mittlerweile auch meinen Blog in seinem Video verlinkt hat. Also bitte das Original, nicht den Fake anschauen. Dankeschön. Darüber hinaus möchte ich dir hier an dieser Stelle ein letztes Mal, und ich komme wieder auf dich zu, so wie ich es die letzten Jahre immer wieder versucht habe, und ich mache es dieses Mal vernünftig und respektvoll, weil da... Nee, Rainer, das vernünftig und respektvoll hast du schon reingeschissen. Da hast du schon reingeschissen. Jetzt war das eine Beschwerde darüber, obwohl du mich respektlos behandelt hast, dass ich dich respektlos behandle, also versuche ich dieses Mal respektvoll. Wenn du dieses ganze Thema weiter verfolgen möchtest, dann rede gerne mit mir. Wir müssen das auch nicht öffentlich machen. Das Letzte, was ich möchte, ist noch mehr Aufmerksamkeit auf mich zu lenken mit diesem Scheiß. Auch wenn das von mir immer anders erwartet oder bezählt oder erwähnt wird. Also, du hast mehr als eine Möglichkeit, du kannst dich über meinen TikTok-Account melden. Du kannst dich über meinen Account melden, der oben in meinem Linktree vermittelt ist, auf meinem Twitter-Account. Du kannst dich über meine E-Mail melden, die auch in meinem Blog verlinkt ist und auch auf verschiedenen anderen Webseiten verlinkt ist. Rainer, der will nicht mit dir reden. drachenlord1510@gmail.com. Da wäre allerdings schön, wenn auch wirklich irgendwas Echtes kommen würde, wo man auch weiß... Ja, also Gronkh, wenn du ihn quasi
anschreibst, nur mit Dickpick. Dass es echt ist, eine Verifizierung, eine Audio-Voice oder was auch immer, was sehr, sehr schwierig ist wegen den ganzen Hatern. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn du dich einfach auf meinem Twitter-Account mit deinem Twitter-Account meldest. So, wir müssen das Ganze... Ja, oder aber er macht es nicht. Und du sitzt wieder mal da, wie der letzte Blödmann. Wir sind nicht in der Öffentlichkeit austragen, wir sind erwachsene Menschen. Ich finde das nicht geil, wenn das in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Ich hätte mich auch gefreut, wenn du einfach dich mal bei mir gemeldet hättest, ohne das Ganze gleich in die Öffentlichkeit zu tragen, im Livestream noch dazu. Lass ich es auch erstmal. Du hast es doch auch im Livestream gemacht. Über fünf Ecken erfahre, bevor ich das dann mal sehe. Und ja, dementsprechend dieses Mal, ein letztes Mal, der Versuch von mir, auf dich zuzukommen und dafür zu sorgen, dass diese Scheiße endlich aufhört, dass über mich erzählt wird. Ich weiß gar nicht, wie viel Öl du in den letzten Jahren ins Feuer gegossen hast mit verschiedenen Videos, mit zum Beispiel dem guten Herrn Tobinator, der auch Schwachsinn über mich erzählt hat, obwohl ich mich mit ihm eigentlich gut verstanden habe, als wir privat geredet haben. Und dann auch dieser ganze andere Quatsch, der erzählt wurde von Rainer, hättest du dir einfach mal wieder irgendwie ein paar Stichpunkte gemacht für dieses Video. Du nimmst halt ein 4 Minuten 30 Video auf und hast keinen Plan von dem, was du erzählst. Dann auch der ganze andere Quatsch, der erzählt wurde von Leuten über mich. Und dann einfach immer dieser ganze Mist, der gemacht wird. Also bitte. Ja, der ganze Mist, die ganze Scheiße, die gebaut wird. Wenn du dich dafür interessierst, dann kann ich dir gerne jede Frage beantworten. Vieles von dem, was erzählt wurde, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es gibt keinerlei Manifest und es gibt keinerlei Pläne, es bisher zu veröffentlichen, sondern es sind... Du weißt, es doch schon lange veröffentlicht. Alles nur Ideen und ich suche momentan die Leute, die Interesse an dieser Idee haben. Nee, du suchst einfach Zahlschweine. Das ist alles. Und vielleicht mir helfen, diese Umsetzung zu machen. Es ist also noch nichts festgelegt. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Info und entweder lässt du das Thema ganz weg und lässt komplett das Thema Drachenlord aus deinen Sachen raus oder wenn du schon das unbedingt machen musst, dann informier dich bitte bei mir und bei den richtigen Sachen und nicht bei dem ganzen Fake-Zeug. Nö, das sind ja keine Fakes, aber das habe ich jetzt ja schon mehrfach erwähnt in diesem Video. Vielen Dank. Jo, schmerzlichen Darm. So, wir haben aber noch einen ganz kleinen Mitschnitt aus seinem Stream. Gronkh glaubt den ganzen... Pass auf, Gronkh hat in seinem Livestream vorhin, der ist ja live gerade, jetzt auf Twitch, so, und der hat in seinem Livestream gerade dieses Video von WBS erzählt, ja. Das Geile ist, ein paar von meinen Leuten sind rübergegangen und haben gesagt, hey, der ist gerade live, ne, der quatscht da gerade, der hört sich das an, ne. Genau, die haben Werbung für deinen Stream gemacht. Die haben Werbung für deinen Stream gemacht und dafür wurden die halt ausgeblendet. Richtig so. Aber das ist alles rausgeblockt worden. Das wurde von seinen Mods alles rausgeblockt. Weißt du, was nicht rausgeblockt wurde? Ofenkäse. Und der Klonder. Ach, mit denen ist er cool. Und die hat er sogar vorgelesen. Oh Gott! Wieder sehr schön. Rainer klagt hier gerade sein Leid. Ja? Ach, ist alles so schlimm. Und Onkel Gronkh hat auf mich reagiert. Und ich bin nicht zufrieden damit. Und Hartgeldmaske kriegt irgendeine Spende und macht... Der ist ihm so egal. Rainer ist ihm so egal. Die beiden sind sich so egal. Diese Menschen da auf TikTok sind an Absurdität einfach nicht mehr zu übertreffen. Alter. Wow! Dankeschön. Glückwunsch. Da ist gar nichts mehr drin. Scheiße, ist gar nichts mehr drin. Warte, ich mach gleich eine neue. Aber du kriegst noch was anderes, Kar. Ein Glückskeks. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Glückskeks kannst du ja in den Arsch nageln. So, meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ich werde versuchen, im Nachhinein jetzt den ein oder anderen Tonabfuck irgendwie ein bisschen zu korrigieren. Und das, wo ich ihn eben so laut hatte, vielleicht ein bisschen leiser zu drehen. Ich versuch's. Generell ist es natürlich ein Video gewesen, wo wir sehr viele Tonspuren übereinander hatten, was natürlich ein bisschen schwierig zu hören ist. Ich bedanke mich trotzdem bei allen Leuten, die sich das vielleicht hier trotzdem bis zum Ende angehört haben, auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengend war. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, so dieses Video. Ich hatte mich sehr darüber gefreut, über diesen Content, der uns hier quasi geliefert wurde. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Denkt alle an eure Tabletten, verhütet oder zieht ihn vorher raus, macht Fenster auf Kipp und halt ihn hart. Ansonsten dürft ihr mir gerne auf Instagram folgen, lasst gerne ein Like und ein Abo hier und folgt auch Willow rein. Link ist wie gesagt in der Infobox und auch hier unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Abo da. Die hat damals schon einen nicen Scheiß gemacht und ich denke, das wird sie jetzt auch wieder tun. Ansonsten, tüdelü. Lasst knacken, Hakuna Matata und Metal off.